Ein Österreicher bekommt den Physiknobelpreis und ORF3 überträgt die Übergabe live. Herzlich willkommen und schönen Nachmittag bei unserer Sondersendung zur Nobelpreisverleihung 2022. Bei mir im Studio darf ich heute Günter Meyer begrüßen, den Leiter der ORF-Wissenschaftsredaktion. Schönen guten Tag. Sowie Heinz Fassmann, den Präsidenten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und auch früheren Bundesminister für Bildung und Wissenschaft. Schönen guten Tag und danke fürs Kommen. Sehr gerne, danke. In etwa einer halben Stunde wird dem österreichischen Wissenschaftler Anton Zeilinger in Stockholm die Nobelpreismedaille überreicht werden. Er bekommt die höchste Auszeichnung in der Welt der Wissenschaft für seine jahrelange Forschung im Bereich der Quantenphysik. Dabei geht es um Experimente mit verschränkten Photonen und die spukhafte Fernwirkung, wie sie Albert Einstein noch genannt hat. Über all das möchten wir heute noch intensiv und genauer sprechen, werfen wir aber gleich jetzt einmal einen Blick auf den Preisträger selbst. Auf Professor Anton Zeilinger, den Mr. Beam, wie ihn viele nennen. Hier ein Bericht über den diesjährigen Nobelpreisträger aus der ORF-Wissenschaftssendung Meyers Magazin. And to Anton Zeilinger, University of Vienna, Austria. Der Physiker Anton Zeilinger bekommt den Nobelpreis für Physik gemeinsam mit dem US-Amerikaner John F. Clauser und dem Franzosen Alain Aspect. Dass Zeilinger eines Tages die großen Fragen beforschen würde, hat sich schon in seiner Kindheit abgezeichnet. Schon damals ging er allem auf den Grund, auch den Puppen seiner Schwester, die er in alle Einzelteile zerlegte. Aber ich war nie daran interessiert, das wieder zusammenzubauen. Also ich war nie ein Bastler, weil ich habe dann schon gewusst, wie es funktioniert. Warum soll ich es wieder zusammenbauen? Schade um die Zeit, nicht? Zeilinger hielt sich nie mit Kleinigkeiten auf, erinnert sich auch sein ehemaliger Schüler Philipp Walter. Anton Zeilinger hat immer ein Gespür für die wesentliche Sache, auch mit der nötigen Risikobereitschaft zu sagen, bevor wir zu lange nachdenken, ob es überhaupt geht, fangen wir mal an. Wir lösen die Probleme am Weg dorthin. Damit ist es ihm gemeinsam mit anderen Forschern gelungen, etwas zu beweisen, das einst kein Geringerer als Albert Einstein nicht verstand und als spukhaft beschrieb. Die Quantenverschränkung. Demnach sind zwei einzelne Teilchen getrennt und irgendwie doch miteinander verbunden. Angenommen, man hätte zwei verschränkte Schaumstoffwürfel. Jeder kann von 1 bis 6 alles sein. Durch die Verschränkung aber bestimmt ein Würfel auch die Augenzahl des anderen. Wenn ich jetzt nachschaue bei einem Würfel, dann kommt der Zufall und sagt, Würfels bist du plötzlich die Zahl 6 als Beispiel. Aber durch die Messung dieses einen Würfels praktisch definiere ich sofort die Eigenschaft des anderen Würfels, der bis dieser gemessen wurde, auch zufällig war mit Eigenschaften, aber plötzlich durch die Messung hier wird er definiert und wird auch ein Sechser. Anton Zeilinger gelingt es erstmals, diese Teilchen mit einfachen Methoden herzustellen und die Verschränkung über weite Distanzen zu erhalten. Mit Hilfe der Quantenverschränkung ließen sich künftig Informationen zigmal sicherer verschlüsseln als heute. Denn über die Verschränkung würde jeder Eingriff sofort bemerkt werden. Wenn zum Beispiel jemand abhört, dann muss er messen, muss zwangsläufig mein System anschauen, untersuchen. Und diese Veränderung meines Quantensystems sehe ich nachher und kann damit dann sagen, na, das war nicht sicher, hier hat jemand abgehört, wir kommunizieren nicht mehr. Die Welt der Quanten ist mysteriös. Um sie ein Stück weit zu entschlüsseln, muss da jahrelang geforscht werden, ohne Erfolgsgarantie. Das ist ein fantastisches Beispiel, wie Grundlagenforschung funktioniert. Ohne ein schnelles Entwicklungsziel, wirklich, man versucht, ein tiefes Verständnis von sehr, sehr komplexen Zusammenhängen zu erzielen. Das braucht diesen langen Atem und das kommt sehr, sehr schön bei dieser Forschungsarbeit von Anton Zeilinger zum Ausdruck. Der Wissenschaftsfonds förderte über Jahre die nun mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Forschung Zeilingers. Den ersten Forschungsantrag bekommt er 1980 im Alter von 35 genehmigt. Mit ihm arbeiteten zahlreiche junge ForscherInnen. Sie führen die Arbeit Zeilingers heute weiter. Und jetzt sind sogar Anwendungen dieser Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in naher Zukunft zu erwarten. Noch ist einiges an Forschung notwendig, um die große Technologie aus den Laboren auf kleine Chips zu bringen. Gelingt es, könnte eine technische Revolution bevorstehen. Und bevor wir jetzt dann gegen 16 Uhr live nach Stockholm gehen, um uns die Übergabe, die Nobelpreisverleihung anzusehen, möchte ich jetzt einmal mit meinen Studiogästen ein bisschen über den heutigen Tag und auch die Bedeutung des Nobelpreises für Österreich und den Wissenschaftsstandort Österreich sprechen. Ich möchte gleich mit Ihnen beginnen, Günter Meyer.
Wir haben es jetzt im Beitrag eh auch schon kurz gesehen, aber vielleicht können Sie das noch mal kurz zusammenfassen für alle Menschen, die keine Wissenschaftler sind und keine Physiker. Wofür wird denn Anton Zeilinger heute der Nobelpreis verliehen? Man kann das meistens nicht in einem Satz sagen. Das ist eine Auszeichnung für eine unglaublich lange Wissenschaftskarriere. Ich kann mich erinnern, wir haben vor 25 Jahren, haben schon Redakteurinnen und Reporter aus meiner Redaktion darüber berichtet. Es gab ein legendäres Ereignis, dass Anton Zeilinger vor dieser riesigen, kreisebeschriebenen Tafel gestanden und hat gesagt, ja, wir haben da ein Teilchen und man haut dem am Kopf und dem im Australien tut es auch weh. Aber das ist schön, aber wir wissen, wir haben keine Ahnung, warum. Und das Publikum war total fasziniert, dass sich jemand hinstellt von der Kapazität eines Anton Zeilinger, wo man schon gewusst hat, das ist ein Universitätsprofessor, der ein unglaublich gutes Image hat und ein sehr großes Standing in der internationalen Community, der sich hinstellt. Wir haben das herausgefunden, aber wir wissen eigentlich nicht, warum. Und er ist dran geblieben und hat gesagt, wir wollen aber herausfinden, warum das so ist. Und so ist das, hat sich das immer weiterentwickelt. Und ich glaube, wofür auch ausgezeichnet ist, ist so eine gewisse Hartnäckigkeit, dran zu bleiben an einem Thema. Das ist in der Forschung sehr, sehr wichtig. Das sieht man bei vielen Forschern immer wieder. Professor Fassmann wird das sicher aus seiner Karriere auch erzählen können. Jene, die dranbleiben und dran glauben, auch wenn es immer wieder Rückschläge gibt, weil Forschung besteht nun mal aus Rückschlägen. Und in Oslo oder in Stockholm wird niemand ausgezeichnet, der nicht auch Rückschläge erlebt hat. Diese Forscherinnen und Forscher, die haben so viel investiert und sind so oft wieder zurückgeflogen auf ihren Grundstatus, weil sie gesehen haben, das war jetzt eine falsche Abzweigung. Wir bleiben dran, wir versuchen es wieder. Und irgendwann gelingt es. Und das ist das große Verdienst von Anton Zeilinger, dran geblieben zu sein. Auch gegen Skeptiker, die gemeint haben, es wird nicht funktionieren. Er hat es bewiesen, dass es geht. Und deshalb ist diese Auszeichnung mehr als verdient. Herr Professor Fassmann, würden Sie auch sagen, dass der Nobelpreis ein Preis für Hartnäckigkeit ist? Ja, für Hartnäckigkeit, an der Sache dranbleiben. Die Neugierde steht am Anfang und die Neugierde ist bis am Ende erhalten, weil eine Frage ergibt letztlich auch eine neue Frage. Also dahingehend ist es eine Auszeichnung für eine Persönlichkeit, die, glaube ich, bewiesen hat, dass man auch in diesem System Weltklasseforschung betreiben kann. Daher bin ich wahrscheinlich, wie sehr viele Österreicher und Österreicherinnen auch, sehr, sehr stolz drauf. Sie sind ja jetzt seit Juli 2022 der Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Vor Ihnen war das eben der jetzige Nobelpreisträger Anton Zeilinger. Wie fühlt sich das denn an, wenn der Vorgänger jetzt einen Nobelpreis bekommt? Naja, die Latte liegt für mich nicht so hoch, weil in meinem Fach in der Geografie gibt es keinen Nobelpreis zu verteilen. Dahingehend kann ich auch keinen falschen Anspruch an mich herantragen lassen. Aber mich freut es insgesamt sehr, auch weil Anton Zeilinger ja Präsident der Akademie für fast 10 Jahre war. Und die Akademie ist so ein Hort von Grundlagenforschung. Man kann dort eben Forschung betreiben, ohne auch unmittelbar gleich beweisen zu müssen, wozu dient das eigentlich. Die Frage, ist das nützlich, ist nicht die erste Frage in der Akademie der Wissenschaften, sondern die erste Frage ist, ist das exzellente Forschung? Dahingehend glaube ich, oder weiß ich auch, werde ich diesen Stil mit Sicherheit weiter fortführen. Über die Grundlagenforschung möchten oder werden wir heute auch noch genauer sprechen in dieser Sendung. Zuvor noch vielleicht, welche Bedeutung hat denn der Nobelpreis für den Wissenschaftsstandort Österreich? Ja, ich glaube, er hat eine große Bedeutung. Natürlich in erster Linie für die Persönlichkeit Anton Zeilinger selber, aber auch für Österreich bedeutet es etwas. Nämlich, dass wir vielleicht gar nicht so schlecht unterwegs sind, wie manche intern und auch manche Oppositionen auch immer proklamieren. Nicht? Wir haben eine Forschungsquote, die liegt bei 3,2% des Bruttoinlandsprodukts, wird für Forschung und Entwicklung aufgewandt. 2/3 kommt davon von privater Seite, von Unternehmen, 1/3 von der öffentlichen Hand. Wir sind damit europäische und auch globale Spitze. Wir haben vielleicht einen gewissen Nachholbedarf noch im Bereich der Grundlagenforschung, weil die private Forschung will eben gleich Erträge haben. Die Grundlagenforschung kann durchaus noch wachsen. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass wir in den letzten 6, 10 Jahren es vielleicht ganz gut gemacht haben. Wie gesagt, besser als es der Jammerdiskurs
uns eigentlich vorzeigen möchte. Sie sind da ganz optimistisch. Die Uni bzw. auch die Universitätenkonferenz ist gerade, was das Budget bis 2024 betrifft, da nicht ganz so glücklich darüber. Man hätte gern mehr als das Doppelte, spricht da auch davon, dass das Budget so niedrig sei, dass man da auch in der Forschung Einbußen haben wird. Müsste Österreich nicht doch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen für die Wissenschaft und die Forschung? Was wir machen müssen, ist den Kurs der letzten Jahre fortsetzen. In den letzten 6 Jahren hat es 2-mal Rekordbudgets für die Universitäten gegeben, auch für die Außenuniversitären. Wir müssen diesen Wachstumspfad weiter beschreiten, den dürfen wir nicht verlassen. Warum sage ich das? Weil jede Investition in die Forschung, das heißt in Geräte, in Labore, aber auch in Menschen, die sich einem bestimmten Thema zuwenden, das kann man nicht in einem Zickzackkurs einmal so und einmal so ausnützen. Da muss man langfristig bei der Sache bleiben, so wie Anton Zeilinger langfristig bei der Verschränkung geblieben ist. Dahingehend ist das mein auch Appell an die Verantwortlichen in der Bundesregierung. Der Wachstumspfad muss weiter beschritten werden. Günter Mayer, neben Anton Zeilinger bekommen heute auch noch 2 weitere Forscher den Physik-Nobelpreis. Wer sind die zwei denn und wofür bekommen die zwei den Preis? Das ist ein französischer Forscher und ein amerikanischer Forscher. Es besteht solche Forschung natürlich immer aus mehreren Gruppen, die zusammenarbeiten. Es ist nie ein Mensch alleine, der das macht. Dazu zählen schon immer viele. Es wird natürlich auch eine Person ausgezeichnet. In diesem Fall war es naheliegend. Die Franzosen haben sehr viel zur Datenaufbereitung gemacht. Die Amerikaner haben die Grundlagen geliefert und Anton Zeilinger sozusagen hat auch dann viel Medienarbeit geleistet. Das weiß ich als Journalist selbst gut genug. Er hat es geschafft, ein Thema, das wirklich schwierig ist, in die Öffentlichkeit zu bringen. Nicht umsonst der Beiname Mr. Beam, der ihm am Anfang nicht so gefallen hat, der aber in der Öffentlichkeit für die Menschen sehr schnell nachvollziehbar gemacht hat, was passiert denn da eigentlich? Natürlich wird nicht wirklich gebeamt, wie der Scotty, der hier verschwindet und da wieder auftaucht. Aber es hat was Gemeinsames, indem man sagt, dieses Teilchen hier reagiert genauso wie dieses. Damit könnte man sagen, die sind irgendwie ja, verschränkt, heißt es dann in der Physik. Warum die da so zusammenhängen, das werden andere vielleicht noch beweisen, genauer. Aber das ist eben das, was wir wissen, was funktioniert. Und das bedeutet, ich kann das von hier nach da übertragen, in quasi Echtzeit. Ich bin gleichzeitig dort. Und gleichzeitig kann ich das verschlüsseln mit bestimmten Technologien. Und das alles hat er in die Öffentlichkeit getragen, hat mit chinesischen Kollegen bewiesen, ich kann einen Videotelefonat so verschlüsseln, dass da niemand mehr hineinschauen kann. Was passiert, wenn man versucht, hier das hineinzuschauen? Möglicherweise nehmen wir Chats. Da kann man nicht zuschauen. Sobald ich zuschaue, zerstöre ich alles. Das ist das Wesen dieser Quantenphysik und das macht sie so sicher. Das bedeutet, er hat auch unglaublich viel beigetragen dazu, dass wir sicher kommunizieren können in Zukunft. Das ist durchaus schon im Anwendungsbereich. Und was ist das Verdienst? Die Menschen haben plötzlich begriffen, das ist eben nicht nur die Grundlagenforschung, nur unter Anführungszeichen, weil Grundlagenforschung ist eben so notwendig. Und hier sehen wir das auch, dass das irgendwann sich auszahlen wird. Und deshalb ist auch ein Verdienst darin zu sehen, dass er die Öffentlichkeit aufmerksam gemacht hat. Diese Forschungen sind nicht nur hier in unserem Kammerl, obwohl wir vielleicht am Anfang selbst gesagt haben, für was ist es, wisst ihr nicht. Aber das ist spannend. Und er hat es ja selbst auch gesagt, dass er gar nicht weiß zu Beginn, wofür er überhaupt forscht. Ja, und er hat sogar darauf bestanden, dass es nicht notwendig ist. Genauso wie es der Professor Fassmann gesagt hat, wir müssen am Anfang nicht immer sagen, ja, kann ich jetzt sofort damit, weiß ich nicht, in den Weltraum fliegen, irgendwas. Sondern das sieht man erst später, aber es ist wichtig, die Grundlagen zu verstehen, um es dann umsetzen zu können. Und das ist genau hier passiert, wo wir sagen können, vor 25 Jahren hat man gesagt, na ja, aber trotzdem, wir fördern das. Es ist spannend, bei seiner Berufung nach Innsbruck, das wird meistens international ausgeschrieben, und man sagt, wen sollen wir berufen? Und da haben eben welche gesagt, den Anton Zeilinger nicht zu berufen, wäre euer größter Fehler. Und sie haben recht gehabt mit ihrer Warnung. Und zum Glück haben sie diese Warnungen ernst genommen. Und für Innsbruck hat sich das enorm ausgezahlt. Für ganz Österreich hat sich das enorm ausgezahlt. Ganz Österreich, richtig. Genau. Ich sage jetzt einmal, oder Herr Fazmann, bitte, Herr Professor. Einen Gedanken möchte ich gerne aufgreifen, Herr Mayer, weil das haben Sie vollkommen zu Recht gesagt. Das macht Anton Zeilinger ja auch so sympathisch. Er hat sich als erstes bei dem Steuerzahler und bei der Steuerzahlerin bedankt. Weil natürlich alles, wenn wir von Forschungsgeldern sprechen, dann kommen die aus dem Steuertopf. Und er hat als zweites auch ganz hervorragend verstanden, eben die Neugierde, die er selbst empfunden hat, auch den Menschen gegenüber zu verkünden. Und er hat sie neugierig gemacht, die Menschen, weil er hat ihnen etwas erklärt, was er letztlich wieder nicht ganz genau erklären konnte. Genau. Und zum Schluss ist man übrig geblieben und gesagt, was machen die? Das ist ja toll, das ist ja großartig. Und das ist wichtig,
Wissenschaft muss kommunizieren, Wissenschaft muss sich verständlich oder manchmal auch unverständlich, aber sie muss sich den Menschen zuwenden, weil es sind letztlich die Menschen, die Steuerzahler, die die Wissenschaft wieder finanzieren. Dahingehend haben Sie vollkommen recht, Herr Mayer. Und natürlich auch davon profitieren. Ich sage jetzt einmal danke an Sie beide. Wir schauen jetzt nämlich auch kurz nach Stockholm, denn in Stockholm steht heute für uns Wolfgang Geier, der live bei der Preisverleihung dabei ist. Und ich bin jetzt auch direkt mit ihm verbunden. Schönen guten Tag, Herr Geier. Können Sie mich schon hören? Aber ja. Sehr schön. Herr Geier, Anton Zeilinger und seine Kollegen stehen vor einem Riesenereignis in ihrer wissenschaftlichen Karriere. Wie sieht denn der heutige Nachmittag und Abend aus? Der ist dicht gefüllt, ganz klar. Vor wenigen Minuten sind die Nobelpreisträger alle hier ganz durch einen diskreten kleinen Seiteneingang da in das hell erleuchtete Gebäude hinter mir gegangen. Das ist das Konzerthaus hier mitten in Stockholm. Und da findet jetzt die Vergabe der Nobelpreismedaillen und der Urkunden statt. In knapp 20 Minuten dürfte Anton Zeilinger dran sein. Die Physiker, die kommen als erstes dran. Vorher gibt's Fanfare, Musik, übliche Programm. Dann gibt es hier die Preisverleihung, das dauert etwa eine Stunde da drin. Dann wechselt das Ganze in das Rathaus, das ist etwas abwärts Richtung Meer. Und da ist dann der gesellschaftliche Höhepunkt des Ganzen, das Festbankett mit dem schwedischen König. Da herrscht großes Interesse hier in Schweden. Schweden hat 10 Millionen Einwohner und in den letzten Jahren haben 1 Million Leute das live angeschaut. Also das ist echt ein Großereignis, so eine Art Opernball mit Wissenschaft, kann man sagen. Das ist ein großes Ereignis. Der Nobelpreis ist auf alle Fälle die prestigeträchtigste Auszeichnung, die es gibt für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Aber ist das auch vor Ort für die Menschen ein gesellschaftliches Großereignis? Ganz klar, da schauen wirklich viele zu. Und 1300 Leute haben in etwa Platz bei diesem Festbankett am Abend. Der Andrang, so heißt es, ist riesengroß und man merkt ganz genau seine Bedeutung in der schwedischen Gesellschaft, nämlich wie nah man dann am Tisch bei den Nobelpreisträgern und beim König sitzt. Die einzigen, die Plätze sicher garantiert haben, ist die königliche Familie und die Nobelpreisträger und alle anderen. Da ist eben ein riesiger Andrang. Sport, Kultur, aus allen Bereichen drängen sich die Leute da in dieses Ereignis rein, wie ich gesagt habe, eine Art Opernball mit Wirtschaft. Also das ist ein Magnet und ein großes Thema hier. Man sieht auch den ganzen Tag hier immer wieder, eine Brücke ist angeleuchtet mit einem Zitat von der Literaturnobelpreisträgerin Frau Arnault. Das ist überall immer präsent, es fahren so Nobelpreis-Autos auch hier in Stockholm herum. Das ist echt eine große Geschichte hier. Es ist der größte Preis für Wissenschaft und Forschung, keine Frage. Neben der ganzen Begeisterung gibt es aber auch teilweise Kritik am Preis bzw. an der Vergabe, denn sehr viele Preisträger sind weiterhin männlich. Wird das auch vor Ort diskutiert? Ist das auch Thema? Das ist auch ein Thema. Also es sind weit mehr als 800 Männer bisher mit einem Nobelpreis bedacht worden und ich glaube etwa 63 Frauen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da ist natürlich schon eine riesen Kluft dahinter, die unsere gesellschaftliche Wirklichkeit nicht mehr ganz abbildet. Da laufen intensive Bemühungen, das zu ändern. Das diskutiert man in der Akademie. Das sagen auch Leute, die mit diesem Nobelpreiskomitee immer wieder zu tun haben. Da spielt viel Geschichte mit rein. Die Zukunft, die nachwachsenden Wissenschaftlerinnen in den Universitäten, die werden das Ganze sicher ändern. Damit sage ich danke, Wolfgang Geier, live aus Stockholm. Und wir kommen jetzt nochmal zurück, ganz kurz ins Studio, bevor es zur Preisübergabe geht. Günther Mayer, wer entscheidet denn eigentlich, wer den Nobelpreis bekommt? Es ist ein relativ langer Prozess. Also die Auswahl für die nächsten beginnt jetzt schon. Nach dieser Verleihung werden so einige tausend Wissenschaftler international einfach angeschrieben und eingeladen, sie sollen nominieren. Und im Normalfall sind es, was wir so gehört haben, so einige hundert, die dann vorgeschlagen werden, hunderte Vorschläge, die werden bis ungefähr Ende Jänner, werden die nach Stockholm, das ist dann die Frist, wo das zu Ende ist, und bis August treffen die dann eine genauere Auswahl. Das ist dann, und das reduziert sich schlussendlich auf drei Vorschläge. Und von diesen drei wird dann bis Oktober, wenn dann das bekannt gegeben wird, eben der Nobelpreisträger, die Nobelpreisträgerin oder eine Gruppe nominiert. So ist ungefähr der Ablauf. Das heißt, der nächste beginnt schon jetzt, so, wo die vergeben werden, beginnen schon die Vorbereitungen für, wer werden die nächsten sein. Das ist schon ein sehr langer Prozess. Natürlich gibt es auch immer wieder Favoriten, die es dann nicht werden. Wir wissen, Anton Zeilinger war die letzten Jahre immer wieder Favorit.
Wir haben redaktionell die letzten Jahre, kann man wirklich ein bisschen aus der Schule plaudern, immer gesagt, wir müssen auf Vorsicht, vielleicht kriegt heuer der Anton Zeilinger den Nobelpreis. Und heuer haben wir so erst einmal gesagt, naja, vielleicht wird es leider nichts. Genau heuer hat er ihn bekommen. Umso mehr freut es uns natürlich. Aber es ist in der Tat ein spannendes Rennen und man hört schon immer wieder, wer nominiert ist. Es sickert schon so ein bisschen durch, aber wirklich wissen tut man es nie. Es gibt immer wieder Favoriten, da gibt es Buchmacher, die darauf wetten. Also das zeigt auch schon, welche Bedeutung das hat, über die Wissenschaftswelt hinaus. Aber es ist sicher das nächste spannende Rennen schon wieder eröffnet. Und ja, hoffentlich sind es mehr Frauen, die jetzt in Zukunft gewinnen. Wir haben mit Charpentier sogar eine Frau gehabt, die in Österreich zumindest geforscht hat, was uns auch sehr gefreut hat. Aber es werden schon mehr. Aber natürlich muss dieses Gremium auch einmal mit sich ein bisschen vielleicht ins Gericht gehen und kritischer werden, was jetzt solche Dinge betrifft. Aber ich bin sicher, das wird auch dort funktionieren. Aber immerhin, es gibt erste Ansätze, aber es ist, ich denke, wie es Wolfgang Geier angesprochen hat, wirklich in der Tat sehr wichtig, dass die tollen Forscherinnen, die wir haben, auch entsprechend gewürdigt werden schlussendlich. Und vielleicht muss die ORF-Wissenschaftsredaktion oder darf sie einfach nicht mehr wetten, dann bekommen wir öfter den Preis. Nein, wir wetten nicht. Wir freuen uns natürlich und natürlich hätten wir alles immer wieder auf Anton Zeilinger gesetzt, aber wetten per se tun wir nicht. Wenn jetzt heute dieser Preis übergeben wird, wir haben es auch schon gehört, es wird jetzt dann eine Medaille geben, die da überreicht wird. Aber was beinhaltet denn dieser Preis außer einer Menge Ehre und diese Medaille eben? Ja, es gibt jetzt finanziell diese berühmten 920.000 Euro, aber das ist für solche Forscherinnen und Forscher nicht der Beweggrund. Es ist schlicht und einfach eine Riesenehre und man steigt quasi in den Olymp auf und es ist auch fast wie ein Olympiasieg für eine Forscherin, für einen Wissenschaftler, wenn er das bekommt. Ich habe immer wieder gehört an Universitäten oder in Labors, dass Menschen, wenn sie was Tolles herausfinden, und die sind dann ganz, oh, das funktioniert, dann sagen die oft, okay, wir sehen uns in Stockholm. Das ist so ein Running Gag, ein bisschen in den Labors, um zu zeigen, wir sehen, das ist was Tolles, was du gemacht hast. Ist natürlich oft scherzhaft gemeint, aber man sieht schon, das ist das, wo man hin will. Und nicht wegen des Geldes, sondern hier geht es einfach, ich bekomme meine Forschung gewürdigt, wie wir es gesehen haben, in einer Umgebung, wo das ganze Land Schweden zuschaut. Das ist allein das schon sehr viel wert, aber natürlich die Forschungscommunity, die gesamte Gesellschaft, die Akademien, die sich mitfreuen und stolz sind auf ihre Wissenschaftler und Forscherinnen, das macht's aus. Herr Professor Fassmann, bevor wir jetzt gleich live nach Stockholm gehen, 1945 hat es ja auch schon einen Physik-Nobelpreis für Österreich gegeben, nämlich im Bereich der Quantenmechanik. Hat Österreich hier sozusagen in der Quantenphysik eine Tradition und war der Nobelpreis, den Anton Zeilinger heute bekommt, schon längst überfällig? In der Tat, Österreich ist im Bereich der Quantenphysik sehr gut aufgestellt. Wir haben auch so etwas wie eine gewisse Konkurrenzsituation, Innsbruck und Wien, wer ist besser? Und diese Konkurrenzsituation stimuliert auch die Forschung. Ich glaube, wir sind deswegen auch in der Quantenphysik gut, weil unterm Strich ist sie nicht so wahnsinnig teuer. Teilchenphysik, Hochenergiephysik, da kommt man ohne Teilchenbeschleuniger nicht aus. Im Bereich der Quantenphysik geht das. Und das ist für mich aber auch die Lehre. Wir müssen schauen, dass wir Stärken, die wir haben, auch weiter stärken. Wir können nicht überall dabei sein, aber dort, wo wir gut sind, sollten wir auch mehr investieren. Und die Initiative vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, die Cluster of Excellence, ist genau der richtige Weg. Nämlich das, wo wir herzeigbare, wirklich international kompetitive Forschung haben, die auch langfristig mit zusätzlichen Mitteln auszustatten. Ob dann noch einmal ein Nobelpreis gelingt, das kann keiner vorhersagen. Das kann man nicht strategisch planen. Wahrscheinlich wer strategisch plant, dem gelingt das nicht. Aber wir sind gut dabei. Wenn wir uns das jetzt alles anhören, in welchen Bereichen sind wir denn dann noch weit vorne in der Forschung? Wo sind wir bahnbrechend? Oder sollte sich Österreich Ihrer Meinung nach auf die Quantenphysik als Spezialgebiet sozusagen fokussieren? Nein, wir sind in vielen Bereichen wirklich viel, viel besser, als wir es mit unserer innewohnenden Bescheidenheit manchmal auch annehmen. Es ist schwierig, jetzt die ganzen Forschungsgebiete aufzuzählen, weil genau die man dann nicht aufzählt, die sind dann auch dann auf einen böse. Aber wir sind im Bereich der Lebenswissenschaften, Organoide sind wir wirklich spitze. Im Bereich auch der Entwicklung von Medikamenten sind wir gut. Im Bereich der Archäologie haben wir in den letzten Jahren so viel aufgeholt wie noch lang nicht mehr. Also Sie unterbrechen mich, das merke ich. Ich könnte Ihnen noch viele
Spitzenforscher und Forscherinnen aufzählen. Danke, Herr Professor Fassmann. Ich unterbreche Sie nur ungern, aber in Stockholm, in Schweden, im Konzerthaus fängt jetzt die Übergabe des Nobelpreises an. Deswegen schalten wir uns da jetzt direkt dazu. Wir kommen jetzt noch mal kurz zurück ins Studio. Sie haben hier gerade die Eröffnung der Übergabe des Nobelpreises gesehen. Und bevor es dann mit der Übergabe an sich, mit den Reden und allem wirklich losgeht, möchten wir noch ganz kurz auch über die Bedeutung von Wissenschaftsjournalismus und auch, wie wichtig es für Physiker und Forscher an sich ist, die eigene Forschung hinaus in die Welt zu tragen. Günther Mayer, Sie haben das auch schon erwähnt, Anton Zeilinger ist selbst zu den Menschen gegangen, war da auch sehr dahinter, seine Forschung an die Menschen zu bringen. Wie wichtig ist das denn? Das ist enorm wichtig. Es ist enorm wichtig, um auch die Akzeptanz in einer Gesellschaft zu bekommen. Und Anton Zeilinger hat das eben mit seiner Mr. Beamer, mit diesen, all diesen Dingen, wo den Menschen plötzlich klar geworden ist, das ist nicht der zerstreute Professor, sondern der ist das auch. Aber dem ist auch wichtig, dass die Gesellschaft davon profitiert. Er will auch mit den Menschen reden, ihnen das erklären, was tun wir hier. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Es ist ein komplexes Feld. Nicht umsonst sind das hochqualifizierte Forscherinnen und Wissenschaftler. Aber um das auch in die Gesellschaft zu bringen, bedarf es natürlich des Journalismus. Ich mache das selbst seit mehr als 20 Jahren und wir haben gerade jetzt in der Pandemie gesehen, wie wichtig das ist, dass wir hier ein Wissen hinaustragen können und dass Bildung das ist, wovon die Gesellschaft schlussendlich lebt. Und die Akzeptanz zu schaffen ist wichtig und deshalb gibt es den Journalismus. Deshalb für mich etwas sehr befremdend, dass in einem neuen Mediengesetz ein Ressort wie Wissenschaft nicht vorkommt. Das hat Professor Fassmann auch schon selbst kritisiert und ich denke, er hat recht damit. Das muss man ganz offen sagen, wenn wir das hier nicht mit berücksichtigen, dass die Wissenschaft ein wichtiges Feld im Journalismus ist, dann versäumen wir etwas. Herr Professor Fassmann, Sie als ehemaliger Player, auch als Bildungsminister und auch Wissenschaftsminister, wie sehr schmerzt denn Sie dieses neue Mediengesetz? Das neue Mediengesetz ist ja noch nicht beschlossen im Parlament. Dahingehend gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass Wissenschaft als ein Förderkriterium aufgenommen wird. Sport, Gesellschaft, Kultur, alles berechtigt, aber Wissenschaft gehört für das Forschungsland Österreich dazu, gar keine Frage. Und für uns, ich habe vorher von der Verbundenheit der Wissenschaft mit dem Steuerzahler und der Steuerzahlerin gesprochen. Die müssen wissen, was passiert im Bereich der Wissenschaft. Wir erreichen mit einem großen Vortrag vielleicht 200, 300 Menschen, aber über die Medien erreichen wir 200.000, 300.000 Menschen. Deswegen brauchen wir auch die Medien und ich hoffe, die Medien brauchen auch uns für interessante Geschichten. Also dahingehend hoffe ich noch, dass das noch aufgenommen wird in das entsprechende Gesetz. Günther Mayer, wir sehen gerade hier auch die Preisverleihung. Was erwartet uns denn da jetzt agendamäßig? Agendamäßig ist es so, dass es daneben die Physik wird der erste sein, der übergeben wird. Das ist traditionell so. Und dann werden die Disziplinen durchgegangen. Es wird Kurzansprachen geben. Beginnt gerade jetzt, glaube ich. Genau.
Your Majesties, Your Royal Highnesses, esteemed Nobel laureates, ladies and gentlemen, on behalf of the Nobel Foundation, it's a great pleasure Majestäten, eure königlichen Hoheiten, sehr geehrte NobelpreisträgerInnen, meine Damen und Herren, im Namen der Nobelstiftung ist es mir eine große Freude, Sie alle zur diesjährigen Nobelpreisverleihung zu begrüßen. Ganz besonders möchte ich die NobelpreisträgerInnen des Jahres 2022 sowie der beiden Vorjahre und ihre Familien willkommen heißen. Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, da die Coronavirus-Pandemie uns in den letzten beiden Jahren daran gehindert hat, reguläre Feierlichkeiten abzuhalten, freuen wir uns in diesem Jahr umso mehr, die Bühne mit NobelpreisträgerInnen gefüllt zu sehen. Dies gibt uns eine großartige Gelegenheit, Wissenschaft und Kultur zu feiern, und wir freuen uns sehr, Sie alle hier in Stockholm zu sehen. Heute in Oslo haben der politische Gefangene und Menschenrechtsverteidiger Ales Bialyatsky aus Belarus die russische Menschenrechtsorganisation Memorial und die ukrainische Menschenrechtsorganisation Zentrum für Bürgerfreiheiten den diesjährigen Friedensnobelpreis erhalten. Sie setzen sich seit vielen Jahren für das Recht auf Kritik an den Machthabern und den Schutz der Grundrechte der BürgerInnen ein und betonen die Bedeutung der Zivilgesellschaft für Frieden und Demokratie. Wir treffen uns heute in Oslo und Stockholm zu einer Zeit, in der die Freiheit weltweit im Schwinden begriffen ist, in der Europa Krieg herrscht und sogar das Gespenst von Atomwaffen umgeht, in der es weltweit dramatische Energie- und Nahrungsmittelkrisen gibt, in der Diskriminierung, soziale und wirtschaftliche Ungleichheit eklatant sind und in der der Klimawandel immer schneller voranschreitet, sodass dringend neue Lösungen gefunden werden müssen. Angesichts dieser Vielzahl von Krisen und Herausforderungen braucht die Welt engagierte WissenschaftlerInnen, die unermüdlich nach der Wahrheit suchen und die Grenzen unseres Wissens erweitern. Und die Welt braucht jene Einzelpersonen und Gruppen, die unter großen persönlichen Opfern im Streben nach Frieden, Demokratie und Menschenrechten die Autoritäten, die Machthaber herausfordern. Der Nobelpreis wird an Einzelpersonen für konkrete Leistungen in Wissenschaft, Literatur und Frieden verliehen, aber mit einem höheren gemeinsamen Ziel, ihrem Nutzen für die Menschheit. Die Nobelpreisträger sind Teil einer Gemeinschaft, die die Welt auf tiefgreifende Weise verändert hat. Sie zeigen, dass wir als Menschen in der Lage sind, unser eigenes Schicksal zu gestalten. Der Nobelpreis, seine PreisträgerInnen und ihre Leistungen sind eine enorme Quelle der Inspiration und Hoffnung, die wir heute mehr denn je brauchen. Und der universelle Ehrgeiz, dem Wohl der Menschen zu dienen, wird ebenfalls mehr denn je benötigt. Dies ist unser Leitstern, wenn man so möchte, wenn die Nobelstiftung mit großzügiger Unterstützung der Erling-Persson-Stiftung und der Knut- und Alice-Wallenberg-Stiftung das künftige Nobelzentrum vorbereitet. Ein Haus für Wissenschaft, Kultur und Dialog, das in Süßen hier in Stockholm entstehen soll. In seinem Testament verfügte Alfred Nobel, dass die Preise an jene vergeben werden, die der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben, unabhängig von ihrer Nationalität. Das war radikal und visionär im späten 19. Jahrhundert, einer Zeit, die von Nationalismus geprägt war. Ein Phänomen, das leider heute noch in vielen Ländern auf dem Vormarsch ist. Doch die Zeit hat bewiesen, dass die Vision von Alfred Nobel machtvoll ist. Es ist in der Tat der offene Austausch zwischen Ländern und Kulturen, der den menschlichen Fortschritt, die freie Wissenschaft, die freie Kultur, den Humanismus und den Internationalismus fördert. Heute feiern wir die Verleihung der Nobelpreise 2022. Sie werden für wissenschaftliche Durchbrüche verliehen, die von komplizierten und verblüffenden Beweisen, dass Teilchen verschränkt sein können, obwohl sie weit voneinander entfernt sind, über elegante Lösungen zur Vereinfachung chemischer Reaktionen durch die Klickchemie, die die Synthese von Medikamenten erleichtert
und die Überwachung biologischer Prozesse in lebenden Zellen ermöglicht, bis hin zu Erkenntnissen darüber, wie die Risiken von Finanzkrisen minimiert werden können, und zu Genomanalysen von ausgestorbenen Homininen, die uns unschätzbare Informationen über die menschliche Evolution geliefert haben, reichen. Wir feiern auch die Literatur, die die Wurzeln, Entfremdungen und kollektiven Zwänge des persönlichen Gedächtnisses aufdeckt. Gestatten Sie mir, dass ich mich abschließend an alle PreisträgerInnen der Jahre 2020 und 2021 wende, ob sie jetzt anwesend sind oder nicht. Einige sind auch unter uns. Physik Reinhard Genzel und Andrea Gessen. Chemistry, Emmanuel Chemie. Charpentier and Jennifer Doudna. Physiology or Medicine. Medizin. Harvey Alter and Charles Rice. Economic Sciences. Wirtschaftswissenschaften. And the laureates of 2021. Und schließlich die Nobelpreisträgerinnen 2021 Physik. Chemistry, Chemie. Benjamin List and David Macmillan. Physiology or Medicine, Medizin. David Julius and Ardem Pataputyan. Literature. Literatur. Abdulrazak Gurna. And economic sciences. Schließlich Wirtschaftswissenschaften. And Guido Imbens. I am delighted to announce that the Nobel Foundation. Ja, die Nobelstiftung hat nun ein Musikstück in Auftrag gegeben, und zwar gerade für diese NobelpreisträgerInnen. Ich lade Sie ein, die Weltpremiere von Laus Canticum des schwedischen Komponisten Andrea Tarodi zu genießen. Ein Lobgesang. Während des Musikstücks kommen wir noch mal kurz zurück ins Studio, bevor es dann mit der Übergabe des Nobelpreises bzw. der Medaillen weitergeht. Günter Mayer, wir haben jetzt auch die Gewinner des vergangenen Jahres gesehen. Warum das dann? Naja, das Virus macht auch vor Nobelpreisträgern nicht Halt, und deshalb hat es eben diese Veranstaltung nicht gegeben. Umso würdiger ist es jetzt, dass die da sind. Wir haben gesehen, Emmanuel Charpentier aus sehr starker Österreich-Bezug, der hier geforscht hat, jetzt in Deutschland ist.
Also das sind Menschen, die es ja absolut auch verdient haben, natürlich dort vorgestellt zu werden und ihre Würdigung abzuholen. Deshalb finde ich das sehr schön, dass sie auch gemacht wird und man die noch einmal sehen kann, die auch wirklich exzellente Forschung natürlich gemacht haben. Und man wollte die einfach hier nicht zurücklassen und die sollen auch sozusagen ihr Stück des Kuchens haben, was sehr ehrenvoll ist und was ich sehr toll finde, dass man das hier noch nachholt sozusagen. Aber ich bin auch ganz sicher, dass jene, die jetzt uns über diese Pandemie hinweggeholfen haben, Impfstoffe entwickelt haben, diese ganze mRNA-Technologie, auch die werden wir in Stockholm sehen. Das traue ich mich jetzt in der Tat zu wetten. Und insofern ist das auch, wie soll man sagen, ein Beweis dafür, dass die Wissenschaft dazu beiträgt, dass wir diesen Nobelpreis so wieder übertragen können, dass sich wieder Menschen treffen können, darf man nicht vergessen. Das ist auch eine Folge einer erfolgreichen Impfkampagne, wenn das manche nicht wahrhaben wollen, soll es sein. Aber das hat uns dazu geführt, dass wir hier wieder sitzen können, dass die wieder dort sitzen können ohne Masken, dass wir uns wieder treffen können. Auch ein Verdienst der Wissenschaft. Bin gespannt, wenn die Forscherinnen und Forscher, die das bewerkstelligt haben, zu Stockholm sein werden. Das Jahr ist noch unbekannt, der Tag auf alle Fälle nicht, denn es ist ja immer der 10. Dezember, an dem der Nobelpreis vergeben wird. Seit wann gibt es denn eigentlich den Nobelpreis? Der erste war 1901, wenn ich mich richtig erinnere. Und von dort weg ist es dann natürlich laufend gegangen mit den Zäsuren im Krieg und so weiter. Aber seit damals, der Wirtschaftswissenschaftspreis ist, denke ich, in den 60er Jahren dazugekommen. Ich denke, das ist richtig. Und seit damals gibt es, also mehr als 120 Jahre jetzt schon. Also es hat schon Riesentradition und dennoch, man sieht, er hat an seiner ganzen Strahlkraft noch nichts verloren und das ist schön. Strahlkraft noch nichts verloren. Lassen Sie uns vielleicht auch noch mal ganz kurz an die Anfänge gehen des Nobelpreises. Von wem wurde er denn initiiert? Ja, von Alfred Nobel wissen wir, ein schwedischer Forscher und der hat das ins Leben gerufen. Von dort weg ist es eigentlich relativ unangetastet geblieben, das ganze Prozedere. Manche sagen, es ist schon etwas antiquiert vielleicht. Deshalb auch, und das muss man wirklich schon ins Feld führen, dass die Frauen hier stark benachteiligt wurden. Lise Meitner aus Österreich ist ein typisches Beispiel. Exzellente Forscherin. Sie wurde x-mal nominiert, hat ihn nie bekommen. Und man weiß mittlerweile, dass es durchaus heftige Intrigen gegeben hat gegen sie. Und dass jene ausgezeichnet wurden, die zwar dabei waren, aber die Initialzündung und alles, was dahinter gesteckt ist, war von ihr. Und dennoch hat man sie hinten gelassen. Und das ist schon sehr schade. Man hat sie spät gewürdigt, zum Glück. Aber wir wissen auch an der Universität Wien, kaum Frauenbüsten bis heute im Atrium und so weiter. Also das tut schon weh. Aber ich denke, man hat das begriffen, dass es wichtig ist. Und wir können davon ausgehen, dass in Zukunft mehr Emmanuel Charpentiers da oben sitzen werden. Herr Professor Fassmann, müssen wir mehr Frauen in die Wissenschaft holen? Und wenn ja, wie machen wir das? Ja, Gott sei Dank haben wir schon sehr viel mehr Frauen in der Wissenschaft. Und natürlich der Nobelpreis, wir haben es jetzt gesehen, der enthält viel Geschichte. Das sind ja alles, die Ausgezeichneten haben ein Durchschnittsalter von wahrscheinlich 65 plusjährig. Da hat es noch ein anderes Berufungsverhalten gegeben. Also wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Es dauert, weil natürlich im Hintergrund schon auch immer die Frage zu stellen ist, sind das exzellente Persönlichkeiten? Das ist in erster Linie, ob das Männer oder Frauen sind, sollte dann ganz gleichgültig sein. Lassen Sie uns vielleicht auch noch ganz kurz über die Grundlagenforschung sprechen, denn Zeilinger hat ja auch immer wieder betont, dass man in der Grundlagenforschung auch mal auf sein Bauchgefühl hören muss. Pardon, ich höre gerade aus der Regie, dass es bei der Verleihung weitergeht. Deshalb schalten wir jetzt gleich wieder ins Konzerthaus nach Stockholm. Ja. Und jetzt kommen wir zum diesjährigen Nobelpreis für Physik. Your Majesties, Your Royal Highnesses, esteemed Nobelprize laureates. Sehr geehrte NobelpreisträgerInnen, meine Damen und Herren, der diesjährige Nobelpreis für Physik ist der Quantenmechanik gewidmet. Albert Einstein, Niels Bohr und Erwin Schrödinger machten sich 1935 Gedanken über die Quantenmechanik. Einstein stellte die Quantenmechanik in Frage und argumentierte, dass sie zwar korrekt, aber keine vollständige Theorie sei. Er glaubte, es müsse eine der Quantenmechanik zugrunde liegende Struktur geben, die sich bisher noch nicht gezeigt hatte. Bohr hingegen
verteidigte die Theorie und argumentierte, dass sie vollständig sei. Schließlich kam Schrödinger zu dem Schluss, dass die Verschränkung zwischen zwei Teilchen mit einer gemeinsamen Vergangenheit die charakteristische Eigenschaft der Quantenmechanik sei. Die meisten Physiker schlugen sich auf Bohrs Seite und nahmen Schrödingers Charakterisierung der Verschränkung zur Kenntnis, doch sie waren nicht besonders interessiert. Sie waren zu sehr damit beschäftigt, die Quantenmechanik auf Probleme der realen Welt anzuwenden, und zwar sowohl auf grundlegende Probleme als auch praktische Anwendungen. Einige dieser Praktiker der Quantenmechanik erhielten schließlich den Nobelpreis für Physik, und viele der Dinge, die wir heute für selbstverständlich halten, wie gestreamtes Fernsehen, Hochgeschwindigkeits-Internet, Handys und eine Vielzahl medizinischer Diagnoseinstrumente, haben alle ihren Ursprung in der Quantenmechanik. Die Preisträger der Jahre 2020 und 2021, Roger Penrose, Reinhard Genzel, Andrea Ghez, Shukuro Manabe, Klaus Hasselmann und Giorgio Parisi, bilden da keine Ausnahme. Während die Welt sich weiterentwickelte, dachten einige Physiker weiter über die Grundlagen der Quantenmechanik nach. 1964 erfand John Stuart Bell eine mathematische Formel, die Bellsche Ungleichung, die einen Weg aufzeigte, den Konflikt zwischen Einstein und Bohr experimentell zu lösen. Die meisten Physiker schenkten dem keine Beachtung. Warum sollte man sich mit einem grundlegenden Problem der Quantenmechanik befassen, das keine praktische Folgen haben würde? Aus ihrer Sicht funktionierte die Theorie. Sie war seit Jahrzehnten in Lehrbüchern fest verankert und wurde an Universitäten gelehrt. Obwohl man erkannte, dass die Quantenverschränkung eine schwer fassbare und schwer zu verstehende Eigenschaft der Quantenmechanik war, erkannten nur wenige, wozu sie genutzt werden konnte. John Clauser war der anderer Meinung. Als er von der Bellschen Ungleichung hörte, war er wie besessen von der Frage, wie man sie experimentell überprüfen könnte. Er verließ seine Hauptforschungsrichtung und schaffte es zusammen mit einem jüngeren Kollegen namens Stuart Friedman, den allerersten experimentellen Test der Bellschen Ungleichung durchzuführen. Ihr Experiment vor 50 Jahren, das mit einem sehr geringen Budget durchgeführt wurde, zeigte, dass die Quantenmechanik die Bellsche Ungleichung verletzt und dass die Quantenmechanik das Ergebnis ihres Experiments korrekt vorhersagte. Leider sind weder Bell noch Friedman heute noch unter uns. Das Experiment von John Clauser schien überzeugend zu sein und legte nahe, dass Bohr mehr Recht hatte als Einstein. Doch Bell erkannte, dass Clausers Experiment einige Unzulänglichkeiten enthielt, Mängel, die fast unmöglich zu überwinden schienen. Nun trat Alain Aspect auf den Plan. Zusammen mit Kollegen in Frankreich gelang es ihm, diese Mängel zu überwinden und eine Reihe von Experimenten durchzuführen, die allgemein anerkannt wurden. Diese Experimente wurden sogar in schwedischen Zeitungen hervorgehoben, obwohl sie manchmal weit über ihre tatsächlichen Ergebnisse hinausgingen. Die experimentelle Überprüfung der Bellschen Ungleichung trat nun dank Anton Zeilinger und seiner Mitarbeiter in eine neue Ära ein. Während Zeilinger und andere weiterhin einige verbliebene Schlupflöcher in den Experimenten von Clauser und Aspect schlossen, zeigten sie vor allem, wie das schwer fassbare Konzept der Quantenverschränkung nützlich sein kann. Dies war ein riesiger Sprung von Zeilingers österreichischem Vorgänger Schrödinger, und es ist bemerkenswert, wie der Kreis in Österreich begann und in Österreich geschlossen wurde. Wir haben die zweite Quantenrevolution eingeleitet. Herr Professor Aspect, Herr Dr. Clauser und Herr Professor Zeilinger, Sie haben den Nobelpreis für Physik 2022 für Experimente mit verschränkten Photonen, den Nachweis der Verletzung der Bell-Ungleichungen und als Pioniere der Quanteninformationswissenschaft erhalten. Es ist eine Ehre und ein Privileg, Ihnen im Namen der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften unsere herzlichen Glückwünsche zu übermitteln. Ich würde Sie bitten, Ihren Preis nun entgegenzunehmen von seiner Majestät, dem König.
bei mir im Studio ist jetzt auch aus Innsbruck der Quantenphysiker und Leiter des Instituts für Experimental Physik an der Universität Innsbruck. Schönen guten Tag, Herr Gregor Weiß. Schönen guten Tag, danke für die Einladung. Ein großer Moment jetzt gerade eben. Ein großer Moment, danke, dass Sie gekommen sind. Anton Zeilinger ist ja Ihr Doktorvater und Ihre Dissertation wurde auch in der Begründung des Nobelpreiskomitees zitiert. Können Sie uns vielleicht kurz beschreiben, oder nicht kurz, einfach beschreiben, wie es damals war, mit ihm zusammenzuarbeiten? Es war immer extrem spannend. Anton Zeilinger hat immer die ersten, spannendsten, witzigsten Fragen gehabt. Extrem neugierig, immer den Riecher für genau die richtigen Dinge, die zu machen waren, auch wenn andere das vielleicht als langweilig empfunden hätten. Ja, nur Sachen zu bestätigen, die Quantenphysik ohnehin vorhersagt. Warum sollte man das tun? War quasi auch, hat er als Vorbild gedient, kann man das so sagen? Ganz, ganz stark natürlich als Vorbild. Ja. Also, wobei es im Wissenschaftsbereich mit den Vorbildern ein bisschen schwierig ist, ja, weil die Ideen, wo man die hernimmt, das wissen wir ja nicht. Ja. Also man kann dann eben nur versuchen nachzueifern, vielleicht in ähnliche Richtung gehen und wichtig eben der eigenen Neugier folgen. Aber haben Sie damit gerechnet, dass Anton Zeilinger im Laufe seiner Karriere diesen Preis bekommen wird, den Nobelpreis? Wir haben schon lange damit gerechnet oder darauf gehofft und eigentlich jedes Jahr vor dem Computerbildschirm gesessen, den Livestream verfolgt. Dieses Jahr war ich ein bisschen säumig und dann stürmte ein Student zu mir herein, Zeilinger got Nobel Prize, weil ich mit irgendwas anderem beschäftigt war. Also das war diesmal eine Überraschung für mich. Anton Zeilinger sagt ja auch immer wieder, dass er einen großartigen Physiklehrer hatte, der ihn schon sehr früh begeistern konnte. Was hat Sie denn motiviert, in die Forschung zu gehen? Eigentlich genau dasselbe. Mein auch ein großartiger inzwischen Physiklehrer. Inzwischen leider schon verstorbener Physiklehrer hat mich zur Physikolympiade gebracht, damals mit 13 war ich da noch. Und von da an eigentlich habe ich mich immer schon für Technik interessiert, auch schon von meinem Vater her. Und bin dann dort hängen geblieben, weil es bei der Physikolympiade irgendwie so gut gelaufen ist. Ja. Wie wichtig ist denn die Schule Ihrer Meinung nach als Forschungsstätte auch? Als Forschungsstätte selbst, weiß ich jetzt nicht, aber als sozusagen Köder oder als der Bereich, wo die Interessen geweckt oder zumindest hoffentlich nicht zerstört werden. Weil wir sehen ja doch, dass bei vielen kleinen Kindern, ich sage jetzt von meinen eigenen, dass die interessiert sind an allem und dann vielleicht, weil sie die richtigen Ansprechpersonen, die richtigen Lehrpersonen nicht haben in dem Bereich, der sie interessiert, vielleicht rausfallen. Ja? Wobei ich immer denke, wenn jemand wirklich an was interessiert ist, dann wird sie oder er auch diesen Weg finden. Und das muss man, glaube ich, unterstützen und bestätigen, dass Kinder, Jugendliche dorthin gehen, was sie gerne machen. Egal, ob das jetzt in der Wissenschaft oder in irgendeinem anderen Beruf ist. Ich möchte dann nach der Verleihung des Preises auch noch genauer mit Ihnen über das Forschungsfeld der Quantenphysik sprechen, dass wir sozusagen eine kleine kurze Physikstunde machen, damit die Leute auch alle verstehen, worum es hier wirklich geht und was man damit eigentlich machen kann, auch in Zukunft, in weiterer Folge. Davor aber noch, Anton Zeilinger hat immer wieder betont, dass man in der Grundlagenforschung auch mal auf sein Bauchgefühl hören muss, auch wenn viele Stimmen dagegen sind. Wie wichtig ist es denn, anfänglichen Spinnereien, wie er sie selbst auch bezeichnet, nachgehen zu können, ohne Druck, so dass man auch wirklich die Freiheit hat, sich den Themen zu widmen und auch der Forschung zu widmen, die einem wirklich auch am Herzen liegt? Die Freiheit ist ganz wichtig. Die Freiheit, die haben wir, wobei gerade in unseren experimentellen Wissenschaften ist oft eine Frage des Geldes, der Finanzierung ist natürlich. Und man muss dem Finanzierungsgeber erklären, warum man das machen möchte. Ja? Und manche Leute mögen das vielleicht nicht. Es hat aber einen sehr schärfenden Effekt. Ja? Ich habe eine Idee, denke mir, irgendwas will ich machen. Und dann muss ich jemand anderen begründen, warum ist das interessant? Ja? Und wie mache ich das? Habe ich eine Chance, das zu erledigen? Das kann vielleicht mehr oder weniger genau sein und dann muss man eben hoffen, dass die Gutachterinnen und Gutachter, die das lesen, auch das nachvollziehen können. Das ist also so eine Art Reinigungsprozess, ja, weil man hat die Ideen, aber man muss die schlechten oder nicht zielführenden Ideen muss man irgendwie ausscheiden. Und dieses System, das in Österreich hauptsächlich durch den Wissenschaftsfonds FWF repräsentiert ist, also der Wettbewerb der Ideen, der ist, glaube ich, schon wichtig. Ja, also die völlige Freiheit, unendlich viel Geld zu haben, zu tun, was man will, glaube ich, ist nicht das, was man
braucht. Man braucht dieses Korrektiv. Und dann aber natürlich ist es wichtig, dass man nicht nach Milestones und Deliverables, also irgendwie so das, der nächste und der nächste und der nächste Schritt arbeitet, sondern eben diesen intuitiven Sachen manchmal nachgeht, die vielleicht, die man jetzt gerade in der Physik, wo man eigentlich alles berechnen können sollte, vielleicht auch nicht berechnen kann, weil es zu kompliziert ist, und mal ausprobiert. Und die Möglichkeit sollte man haben. Ist natürlich jetzt für Leute, die schon permanente Stellen haben an Universitäten oder Forschungseinrichtungen, leichter, als wenn man jetzt junger Doktorand oder Postdoc ist und sich erst noch eine Karriere erarbeiten muss. Ja, das ist die Gefahr vielleicht. Das ist die Gefahr, Günther Meyer. Anton Zeilinger nennt auch in seiner Pressekonferenz vom 4.10., das war kurz nachdem er erfahren hatte, dass er den Nobelpreis bekommt, das Bologna-System Blödsinn. Und dass früher alles freier war, die Forschung war freier, die Wissenschaft war freier. Können Sie uns vielleicht ganz kurz dieses Bologna-System erklären, von dem Anton Zeilinger da spricht? Das ist ungefähr so, wie die Quantenphysik zu erklären. Also das kann man, das ist relativ schwierig. Tatsache ist, was er gemeint hat, dass wir eine Verschulung der Universitäten erleben. Und das, glaube ich, ist eine Kritik, die sich durchaus quer durch den Lehrkörper, auch durch die Studierenden durchzieht. Dass man sagt, wir haben wenig Spielraum für Menschen, die Fantasien haben, die vielleicht neue Ideen haben. Und das war das, was Anton Zeilinger gemeint hat. Er ist in Vorlesungen gegangen, die eigentlich nicht zu seinem ursprünglichen Studium gehört haben, einfach um sich das anzuhören. Heute wird eine Studentin, wird ein Student kaum noch die Zeit finden, das zu tun. Und deshalb bleibt vielleicht dort und da die Fantasie durchaus auf der Strecke, weil wir einen Art Schulbetrieb haben, wo jede Stunde durchdeklariert ist, wo es ein Punktesystem gibt, dem man genau folgen muss und wo vielleicht die eine oder andere Idee gar nicht erst aufkommt, weil man eben damit beschäftigt ist, sein Studium nach Punkt und Komma abzuarbeiten. Es wird immer noch gute Wissenschaftlerinnen und Forscher geben. Aber ich denke, das hat er gemeint, dass wir uns davon befreien sollten, von einem verschulten Betrieb, der wenig Spielraum lässt für Fantasie, für eigene Ideen, für kreative Köpfe, die vielleicht hin und wieder Dinge in Erwägung ziehen, die zunächst einmal nach Schwachsinn aussehen oder irrsinnig aussehen und sich aber schlussendlich als extrem wertvoll erweisen. Und das kann durchaus sein, dass eine Studentin aus einem ganz fremden Fach plötzlich einen Zugang findet zu einer Physik oder zu etwas anderem, wo vielleicht ein hochbeschlagener Physiker wie der Professor Weiß sagen, naja, so habe ich das noch gar nicht gedacht. Vielleicht ist das eine gute Idee und ich habe die Werkzeuge und das Wissen, wie wir es umsetzen können. Ich glaube, das hat er gemeint und das ist auch, was uns immer als Journalisten auch an den Universitäten begegnet, so der leise Vorwurf, wir können uns überhaupt nicht mehr rühren. Wir müssen einfach immer unser System durchfahren. Wir haben keinen Platz mehr für das, was wir früher genannt haben. Ein bisschen herumspintisieren, vielleicht eine Idee zu haben, die für den Normalbetrieb etwas abstrus aussieht, aber schlussendlich einen Geist weckt, der etwas anderes bewirkt. Und ich denke, diese Fantasie, und die, da muss man wieder zurück, entsteht schon im Kindergarten, in den Schulbetrieben. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, den Sie hier angesprochen haben. Wir sind hier in Skandinavien, wo wir wissen, dass das Wissenschaftssystem schon in den Schulen ganz anders aufgebaut ist, dass man den Kindern den Wert einer Wissenschaft vermittelt. Und ich glaube, dass hier vor allem eine Forschungspolitik meiner Meinung nach sehr oft den Fehler macht, zu glauben, das wäre unwichtig. Es ist sehr wichtig, dort schon Vertrauen zu schaffen in eine Wissenschaft, in eine Forschung. Wir haben gesehen bei den ganzen Debatten rund um Impfungen, das war in Skandinavien kein großes Problem, weil die Menschen gesagt haben, das ist wissenschaftlich klar, das ist bewiesen, dass es so ist. Und die Politik macht das, was die Wissenschaft sagt, was gut ist. Und bei allem, was man Abstimmungsproblemen ist, dann gibt. Aber wir vertrauen in das und wir vertrauen deshalb auch in die Politik. Schlussendlich kann das auch dazu führen, dass man auch kein Vertrauen mehr in die Politik hat. Und hier kann die Politik unter Umständen sich selbst schaden, indem sie das nicht mehr fördert. Das kann dann schnell zum Teufelskreis werden. Herr Professor Weiß, würden Sie der Kritik von Professor Zeilinger zustimmen? Und müsste man früher ansetzen in der Wissenschaftsbildung? Also die Kritik war am Bologna-System, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, das löst sich langsam auf. Also die Universitäten sind zuerst mal ein bisschen übers Ziel geschossen mit dem. Und wir sind gerade dabei, bei uns an der Uni Innsbruck in der Physik das zurückzufahren. Also schon zum zweiten Mal. Ja, wieder, man tut sich ein bisschen schwer mit Flexibilisierung, weil das so zeitlich so eingeschränkt ist auf 3 Jahre, das Bachelorstudium. Aber man tut sich schon in der, sozusagen in den Wahlmöglichkeiten und auch in der die Prüfungslast zu reduzieren, sodass das flexibler wird.
Also ich glaube, diese Kritik war sicher berechtigt und das braucht einfach Zeit, solche Änderungen. Und das andere ist eben, dass man, das habe ich eh vorher schon angesprochen, dass man also die Kreativität ist schlussendlich das, wofür wir fast alle bezahlt werden, in fast welchem Beruf auch immer. Ja? Vielleicht in der Wissenschaft, in der Forschung noch mehr als vielleicht nur getoppt von der Kunst. Ja? Und die zu fördern, ist ganz wichtig. Wie man das macht, in welchem Bereich, ist vielleicht fast egal. Und dass die eben dann, das ist mir ein Anliegen, immer die Möglichkeit haben, Interessen zu entwickeln auch. Also nicht nur den Interessen zu folgen, weil manchmal wissen ja, haben sich kleine Kinder an allem interessiert. Ja? Aber wo sie dann hingehen, ist vielleicht dort, wo ihnen das spannendste Angebot gemacht wird. Also widersprechen sich Kreativität und Wissenschaft eigentlich gar nicht, sondern gehen Hand in Hand, wenn ich Sie da richtig verstehe, oder? Sogar ganz im Gegenteil, würde ich sagen. Ja. Also die Frage ist immer, Präsident Fassmann hat vorher gesprochen von der exzellenten Wissenschaft. Was ist überhaupt exzellente Wissenschaft? Das ist die kreativste Wissenschaft. Ja. Ich habe öfter mal ein Gespräch gehabt mit einem Bekannten, der in der modernen Kunst ist. Ja, und wir haben das so verglichen. Ja. Dort, der Unterschied ist vielleicht, dass in der Physik gibt es was richtig oder falsch ist in Bezug auf die Natur. Ja. Aber die Kreativität zu wissen, wo ich hinschauen möchte in diesem komplexen Universum, ja, die bleibt dem Wissenschaftler. Ja. Die muss der Wissenschaftler haben. Und ob es sozusagen gute oder schlechte, also interessante oder langweilige Physik ist. Das ist die Kunst. Damit sage ich danke vorerst mal wieder an meine beiden Gäste, denn unser Reporter vor Ort, Wolfgang Geier, hat heute im Vorfeld der Verleihung die Gelegenheit bekommen, mit Professor Anton Zeilinger zu sprechen und ein Interview mit ihm zu führen. Und genau dieses Interview zeigen wir Ihnen jetzt. Herr Professor Zeilinger, bei der Verleihung des Nobelpreises und beim anschließenden Dinner mit dem König, da ist als Kleidung vorgeschrieben, entweder Frack oder landesübliche Tracht, also heimische österreichische Tracht. Sie haben sich offensichtlich für den Frack entschieden. Wobei der Frack in Wien schon eine landesübliche Tracht ist, wenn ich an die großen Bälle denke. Da ist sehr viel vorgeschrieben, habe ich gesehen. Also man muss spezielle Socken zu dem Frack tragen, die Manschettenknöpfe, die müssen weiß oder silber sein. Und mehr als 4 Ordenssterne soll man nicht auf der Brust tragen. Also da entfaltet sich eigentlich ein recht umfangreiches Zeremoniell. Das dürfte sich um ein uraltes Zeremoniell sein, das nicht für Nobelpreisverleihungen neu erfunden wurde. Ein Zeremoniell, das es in Österreich auch lange gab. Ich habe gelesen, bei den Nobelpreisen, da hat es 887 Nobelpreise bisher für Männer gegeben und 63 sind an Frauen gegangen bei der Physik ihrer Disziplin. Da liegt der Männeranteil bei 98,2%. Wie finden Sie das? Also es wäre natürlich schön, wenn es mehr Frauen gäbe und ich hoffe, das wird sich im Laufe der Zeit so ergeben. Und Sie haben jetzt sehr viele Interviews gegeben, schon seit der Bekanntgabe des Nobelpreises, wie ich auch verfolgt habe. Was ist die Frage, die am häufigsten an Sie gerichtet worden ist? Wie geht es Ihnen? Dann lassen wir die heute aus. Ich habe mir eins angeschaut, Sie haben immer wieder Ihre Arbeit auch erklärt für Nichtfachleute. Und da haben Sie ein Beispiel verwendet von 2 Würfeln. Also da wird ein Würfel gerollt und ein anderer Würfel, der sehr weit entfernt ist, um die Verschränkung von Teilchen zu zeigen. Und der zweite Würfel zeigt dann die gleiche Augenzahl an wie der erste Würfel. Und diese wundersame und eigenartige Verbindung, die es da zwischen den Teilchen gibt, das ist quasi das, wofür Sie Ihren Nobelpreis bekommen haben. Haben da immer alle gesagt, ah, jetzt verstehe ich es, worum es geht? Nein, sicher nicht. Und das Beispiel ist auch zu einfach. Es ist etwas vereinfacht. Worum es geht, ist es letztlich jetzt darum, dass ich identische Eigenschaften beobachte, ohne dass es eine Verbindung zwischen den beiden Würfeln oder auch Systemen gibt und ohne dass die vorher wissen, was das Resultat sein wird. Sie haben in einem anderen Gespräch gesagt, dass Sie schon als Kind immer mehr daran interessiert waren, Dinge zu zerlegen, als wieder zusammenzubauen. Ist da sehr früh schon eine Eigenschaft des späteren Forschers sichtbar geworden? Ich war immer neugierig. Ich wollte immer wissen, was los ist, was sich abspielt und habe oft stundenlang zusehen können. Das ist offenbar die Neugier, die wichtige Eigenschaft ist. Und die zweite
wichtige Eigenschaft ist, dass man einen Weg verfolgt, auch wenn der am Anfang sehr, sehr schwierig aussieht. Dass man dranbleibt. Dass man dranbleibt, ja. Sie haben auch gesagt, die Rolle des Zufalls ist eine sehr große. Der Zufall ist konstitutiv, haben Sie gesagt. Relativiert das nicht vieles eigentlich, was man dann doch schafft, wenn es dann Zufall war? Oder wie haben Sie das gemeint? Der Zufall ist offenbar wirklich konstitutiv, aber ist nicht alles. Das habe ich nie gesagt. Aber er ist sehr wichtig. Oder sollte von den Forschern nicht... Zufall ist viel wichtiger, auch im Leben, als die meisten Menschen wahrnehmen wollen. Sie haben kritisiert in Ihren bisherigen Interviews, dass Forschung oft zu sehr in der Schablone steckt, dass zu viel vorgegeben ist. Wie könnte man da rauskommen? Ein anderer Nobelpreisträger hat das gut gesagt. Wenn zu ihm Mitarbeiter kommen und sagen, du pass auf, da gibt es eine Arbeit von jemand anderem und da kann ich das und das verbessern, dann sagt er, schau lieber hinaus in die Welt und stell dir vollkommen neue Fragen. Also unvoreingenommen herangehen. Unvoreingenommen und wirklich das Neue sehen und auch neue Fragen stellen, auch Antworten finden, die vielleicht falsch sind, aber herumsuchen sozusagen und nicht einen Schritt nach dem anderen. Wenn man sich jetzt anschaut, die Mittel, die für die Forschung ausgegeben werden. Sie betreiben Grundlagenforschung, also ohne große Vorgaben. Da wird geforscht, um was Neues zu finden, und dann der Bereich der experimentellen oder angewandten Forschung, wo schon viel mehr auf ein künftiges Produkt geschaut wird, wo also schon eine gewisse Zielrichtung vorgegeben ist. Es wird für die zielgerichtete, für die angewandte Forschung etwa 5-mal so viel Geld ausgegeben wie für die Grundlagenforschung. Ist das für Sie so in Ordnung oder sollte da an diesen Stellschrauben was geändert werden? Also worum es mir geht, ist die wirklich ergebnisoffene Forschung. Das ist auch nur ein kleiner Teil der sogenannten Grundlagenforschung. Ich sehe ein Problem heute in der Forschungsförderung in ganz Europa, eigentlich weltweit, dass man zu sehr auch in der Grundlagenforschung sagen muss, was man in den nächsten Jahren erzielen will und wie der Weg aussehen wird. Und das wäre bei mir nicht möglich gewesen. Und genau das verlange ich heute, dass es Forschungspfade gibt, auch Finanzierungen. Es muss nicht sehr viel sein, wo man grundsätzlich offen ist. Also der Wunsch an die Politik, dass da was umgeschichtet wird, dass da mehr möglich gemacht wird? Die Politik ist da nicht in die Verantwortung zu nehmen, sondern das sind alle Player im Wissenschaftssystem. Die Politik muss es dann umsetzen. Aber diese Zielgerichtetheit, die Sie da vielfach kritisieren, ist das nicht auch an den Universitäten schon sehr stark eingezogen? Es ist leider überall zu stark, auch an den Universitäten. Dass da die Kosten-Nutzen-Rechnung schon im Vordergrund steht? Nein, es ist etwas komplizierter. Allein die Tatsache, dass ich in einem Forschungsantrag schreiben muss, wie ich das machen möchte, welche Ziele ich verfolgen möchte, was ich anstrebe, ist ja das Problem. Die Kosten-Nutzen-Rechnung ist die nächste Frage dann. Von den Dingen, die wirklich fundamental sind, kann ich weder angeben, was sie kosten werden in der Forschung, noch was der Nutzen sein wird. Gibt es tausende Beispiele in der Geschichte. Also man geht wirklich in, wie es in der Geografie heißt, in nicht kartografiertes Gebiet hinein. Und man muss wo hineingehen, wo man nicht einmal weiß, dass da ein Gebiet ist. Where no man has been before, wie es in der Raumforschung heißt. Where no man has been before, ja. Neben dem Nobelpreis haben Sie bereits sehr viele andere Auszeichnungen auch bekommen. Und zu Ihrem 60. Geburtstag ist ein Asteroid, ein Himmelskörper nach Ihnen benannt worden. Hat Sie das gefreut oder ist das eher eine distanzierte Beziehung geblieben? Jede Auszeichnung ist ein Zeichen dafür, dass sich jemand für mich eingesetzt hat. Auszeichnungen fallen nicht vom Himmel, sondern es müssen Leute dafür arbeiten. Sie müssen andere überzeugen, dass das, was man macht, auszeichnungswert ist und so weiter und so fort. Und das freut mich eigentlich. Das ist das Schöne. Und der Asteroid, der Anton Zeilinger heißt? Hat sich auch jemand für mich eingesetzt, für den Asteroiden. In dem Fall waren es die Wissenschaftsjournalisten. Und finde ich eine schöne Anerkennung. Sie haben gesagt, was das Beamen betrifft, ein Begriff, der immer wieder mit Ihnen in Verbindung gebracht wird, dass das für Menschen nichts werden wird. Ist das schon ein endgültiges Urteil oder gibt es da noch eine gewisse Hoffnung,
dass das irgendwann doch was wird. Es ist so endgültig, dass wir ein paar tausend Jahre brauchen, bis wir die Frage beantworten können. Viel Zeit vor uns. Herr Professor Zeilinger, wissen Sie eigentlich schon, wo Sie den Nobelpreis, den Sie da heute bekommen werden, wo Sie den hintun werden? Gibt es da schon einen speziell reservierten Platz bei Ihnen zu Hause? Nein, das würde ich auch nicht verraten, weil sonst weiß ja jeder, wo er sich das holen kann. Also ein sicherer Platz. Sicher. Danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Sagt Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger im Gespräch mit Wolfgang Geier. Und bei mir im Studio sind weiterhin Günter Meyer, der Leiter der Wissenschaftsredaktion im ORF, und Professor Gregor Weiß, selbst Quantenphysiker von der Universität Wien und auch Wegbegleiter. Entschuldigung. und auch Wegbegleiter von Anton Zeilinger. Herr Professor Weiß, ich möchte gleich mit Ihnen starten jetzt, dass wir sozusagen ein bisschen aufarbeiten, worum es in der Quantenphysik geht, worum es in der Arbeit von Herrn Professor Zeilinger, aber auch natürlich in Ihrer alltäglichen Arbeit geht. Und da möchte ich wirklich gleich ganz bei den Basics beginnen. Was sind denn eigentlich Quanten? Quanten sind eigentlich kleine Energieeinheiten. Ja? Also wenn man immer weiter hineinschaut mit Mikroskopen und Elektronenmikroskopen, stellt man irgendwann fest, dass die Welt aus Teilchen besteht. Aber diese Teilchen, die verhalten sich nicht ganz so wie die Fußbälle, die gerade parallel gespielt werden, sondern die haben eben besondere Eigenschaften. Eine Eigenschaft ist, dass sie immer genaue Energiestufen haben. Also es war damals eigentlich Einstein, zuvor Planck und dann Einstein, der gesagt hat, dass das Licht breitet sich nicht sozusagen in beliebigen Energiemengen aus, sondern immer in kleinen Einheiten. Und die nennen wir Photonen. Ja? Also das ist halt griechisch für das Lichtteilchen. Eben in kleinen Energieeinheiten. Und das ist vielleicht mal das Wesentliche. Und dann haben sie natürlich die interessante Eigenschaft, dass so wie Schrödinger das als Erster herausgefunden hat, gleichzeitig aber auch wie Wellen sich bewegen. Und wenn man auf einen See schaut und einen Stein hineinwirft, dann sieht man Ringe, die sich ausbreiten. Wenn ich einen zweiten Stein hineinwerfe, habe ich andere Ringe. Und dort, wo die zusammentreffen, gibt es ein schönes Muster. Ja? Und das nennen wir Interferenz, wenn also sich die Wellen gegenseitig verstärken oder auslöschen können. Und das scheint von vornherein mal zu widersprechen der Eigenschaft, dass es eben so bestimmte Energiepakete sind oder eben Teilchen. Aber nur im Vorhinein, es scheint nur so, ist aber nicht so. Es ist aber eben nicht so, weil Schrödinger uns eben gezeigt hat, wie man diese Wellenmechanik mit der Teilcheneigenschaft verbinden kann. Ja, indem diese Wellen nur mehr die Wahrscheinlichkeit beschreiben, wo das Teilchen eben sein kann, gerade zum gewissen Zeitpunkt. Und wenn ich dann nachschaue, dann finde ich es irgendwo in diesem Raum, wo es eben wahrscheinlich ist. Und das Faszinierende dann ist, dass das auch gilt, wenn es sich nicht nur um ein Teilchen handelt, sondern mehrere. Ja, und das ist genau das, was wir jetzt heute erleben durften, wofür der Nobelpreis vergeben wurde, dass auch wenn mehrere Teilchen zusammenkommen, diese Wellen- und Teilcheneigenschaften bleiben. Zeilinger hat sich ja mit den sogenannten verschränkten Quantenzuständen beschäftigt. Was hat es denn genau damit auf sich? Ich glaube, wir haben es im Beitrag vorher schon gehört, ja, bei den verschränkten. Vielleicht kann ich ein bisschen weiter zurückgehen. Wenn ich klassische Teilchen nehme, ja, also zum Beispiel eben die Fußbälle, ja, und ich lege zwei Fußbälle hin, ja, dann sehe ich, was ist der Zustand von dem einen und was ist der Zustand von dem anderen. Wenn ich zwei Photonen nehme, dann können die in einem Zustand sein, wo sie immer gleich gemessen werden, aber völlig zufällig in beliebigen Richtungen. Das heißt, wenn ich eines anschaue, ist es so quasi wie das Teilchen ohne Eigenschaften. Das hat wirklich keine Information. Aber die beiden zusammen sind trotzdem immer identisch. Und das allein ist schon faszinierend, weil immer wenn wir uns mit herkömmlichen klassischen Gegenständen beschäftigen, dann stehen die dort, wo sie sind. Ja? Egal, ob jetzt der andere daneben steht oder nicht. Und also ich glaube, das ist diese Möglichkeit, in verschiedenen Zuständen zu sein, unbestimmt zu sein, sich auf mehrere Teilchen verallgemeinert, auch auf viele Teilchen, das ist die große Faszination. Warum die Natur so ist, wissen wir nicht. Ich glaube, das hat Anton Zeilinger auch schon oft genug gesagt. Und wie die Natur das bewerkstelligt, dass wenn ich jetzt das eine anschaue,
automatisch weiß, wie der Zustand von dem anderen dann ist, weil der ist ja dann festgelegt, das wissen wir auch nicht. Wir wissen auch, dass wir gar nicht fragen danach dürfen, was jetzt diese Eigenschaft vorher war. Die hat gar nicht existiert. Die wurde erst in der Messung hervorgeholt. Es ist alles extrem spannend, dennoch noch immer relativ theoretisch. Wie kommt man denn dann drauf, dass man das dann auch irgendwie in der Wirklichkeit verwenden kann, um es vielleicht so salopp zu sagen als Nicht-Physikerin? Ob man es verwenden kann, jetzt so im Sinn von Anwendung, um was Konkretes tun damit, oder wie man es im Labor sieht? Sowohl als auch. Also wie sehe ich das zu Beginn mal im Labor und in weiterer Folge auch? Wie denke ich mir dann, cool, jetzt habe ich da was total Spannendes entdeckt, das kann ich ja jetzt auch in die reale Welt umsetzen als irgendwie einen Fortschritt für die Menschheit, dass man da jetzt auch irgendwie was Gutes tut, das Leben vereinfacht sozusagen. Genau. Also ich glaube, das Spannende ist eben, und das ist jetzt bei den drei Ausgezeichneten heute ganz vielleicht charakteristisch, ist, dass damals John Clauser in den 60er Jahren noch sich hingesetzt hat und überlegt hat, wie kann ich jetzt das beobachten, diese Verschränkung. Ja? Weil man hat ja gewusst, dass es die gibt, wenn zum Beispiel die zwei Elektronen in einem Heliumatom oder so, sind auch verschränkt, aber die kann ich nie in die Hand nehmen, und hat eine Apparatur gebaut, wo er die Lichtteilchen dann mit ganz empfindlichen Detektoren eben nachweisen konnte. Ja, heutzutage kann man die nicht gerade im Supermarkt, aber bei Herstellern relativ günstig kaufen, sage ich mal im Vergleich. Und dann sieht man das, dann kann man diese Detektoren hinstellen und dann braucht man die Quelle, die hat Anton Zeiling auch schon oft beschrieben. Und dann sehe ich, wie dass die Klicks machen in den Detektoren. Also die Klicks, die tun wir heutzutage nicht mehr hören, aber man kann sich das vorstellen wie so bei so einem Geigerzähler. Ja. Und dann sieht man das, und das ist ganz faszinierend, auch bei uns im Labor. Wir haben das als Praktikumsexperiment inzwischen. Also vor 30 Jahren war das Spitzenforschung, jetzt können die Studierenden bei uns das im Praktikum machen. Und das selber wahrzunehmen, macht einen riesen Unterschied. Die sind fasziniert. Immer wenn wieder eine neue Gruppe kommt, das Experiment machen, die sind fasziniert, dass die Natur sich wirklich so verhält. Weil was auf dem Papier steht, wie Sie schon gesagt haben, die Theorie, die ist relativ grau. Und wenn man es dann macht, auch wenn es, das ist immer nur abstrakt, ja, das sind dann alles Zahlen, aber wenn man die dann mal selber so zusammen multipliziert und vergleicht und feststellt, die verhalten sich wirklich immer gleich. Ja. Und da ist jetzt, muss man sagen, wegen der Anwendung, ist es lustig, dass die Tatsache eben, dass man solche Experimente machen hat können, bewirkt hat, dass die Leute darüber nachdenken, was könnte man denn damit tun? Ja? Und da, das waren dann teilweise Kollegen aus der Informatik, würde man ja sagen, im weitesten Sinne, ja? Die dann eben auf solche Ideen gekommen sind, dass man diese sozusagen immer gleichen Antworten als Schlüssel verwenden könnte für die Verschlüsselung. Haben wir schon gehört vorher auch, ja? Für die absolut sichere Übertragung von Nachrichten. Oder eben auch die Idee, dass man die Verschränkung und auch eine verschränkende Messung verwenden könnte, um Zustände zu teleportieren. Ja, den Begriff haben auch die Theoretiker erfunden in dem Fall, die Informatiker und Physiker. Weil es ja sonst, wenn ich das Teilchen anschaue, dann mache ich den Zustand kaputt. Also wenn ich das Ding jetzt nicht selber schicken will irgendwo hin, dann muss ich ja Verfahren finden. Und das ist genau diese Teleportation. Ob es dann für Menschen funktioniert, will ich jetzt auch lieber nicht sagen. Ja. Das wird uns dann die Zukunft zeigen. Jetzt geht es aber dann mal mit Information, wenn ich das richtig verstehe. Und wofür kann das dann in weiterer Folge für die Zukunft verwendet werden? Also eben, wie gesagt, für sichere Kommunikation, hat Anton Zeiling auch schon gezeigt, zusammen mit Jianwei Pan, zwischen österreichischer und chinesischer Akademie der Wissenschaften, das Videotelefonat, das verschlüsselte. Und das andere, es gibt und wie man dann Quantencomputer vernetzt, überhaupt die Quantencomputerei, also wie der Quantencomputer funktioniert, ist ganz, ganz eng verknüpft auch mit der Verschränkung. In dem Fall nicht von zwei Teilchen, aber von ganz vielen. Der Quantencomputer kann nur dann gewisse Aufgaben effizient machen, wenn er alle seine Qubits, wie man sie nennt, also die Quantenbits da drinnen, wenn er die verschränken kann. Wenn er das nicht kann, dann ist er nur ein ganz simpler oder ganz, sagen wir, kompliziert gebauter herkömmlicher Computer. Es ist ein eine komplexe Wissenschaft, ein komplexes System. Ich sage trotzdem vielen Dank, Gregor Weiß, Professor an der Universität Innsbruck. Vielen Dank fürs Kommen und dass Sie uns versucht haben, die Quantenphysik, Ihr Forschungsgebiet, ein bisschen näher zu bringen. Gerne, mache ich immer gerne. Vielen Dank.
Neben dem Physik-Nobelpreis werden heute in Stockholm aber auch die Nobelpreise für Chemie, Medizin und Literatur verliehen. Der Friedensnobelpreis, der ebenfalls auf das Testament des Erfinders Alfred Nobel zurückgeht, wird hingegen seit der ersten Verleihung 1901 von einem norwegischen Komitee in Oslo vergeben. Bekannte PreisträgerInnen sind unter anderem Mutter Teresa, Martin Luther King oder auch Michael Gorbatschow. Die Auswahl des norwegischen Komitees hat aber auch hin und wieder für Kritik gesorgt. So etwa im Jahr 2009, als Barack Obama den Friedensnobelpreis gewonnen hat. Der damalige US-Präsident ist zu dieser Zeit aber nur wenige Monate im Amt gewesen. Wer die diesjährigen Preisträger des Friedensnobelpreises sind, das weiß meine Kollegin Emily Erhold. In den Ländern, in denen sie sich engagieren, stehen viele von ihnen vor Gericht. Heute, am 10. Dezember, werden sie vor den Vorhang geholt. Die FriedensnobelpreisträgerInnen. Dieses Jahr wurden der belarussische Menschenrechtsaktivist Ales Bialyatsky, das ukrainische Center for Civil Liberties und die russische Organisation Memorial ausgezeichnet. They have for many years. Seit vielen Jahren setzen sie sich für das Recht ein, Macht zu kritisieren und die Grundrechte des Volkes zu schützen. Sie haben sich in herausragender Weise um die Dokumentation von Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch bemüht. Human rights abuses and the abuse of power. Traditionell wird der Preis an friedensstiftende Personen oder Organisationen verliehen. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges haben im Vorfeld der Ernennung viele mit PreisträgerInnen mit Bezug zur Ukraine gerechnet. Schon öfters wurden Menschen oder Organisationen ausgezeichnet, die zum Zeitpunkt der Verleihung noch in gewaltsame Konflikte involviert waren. Und tatsächlich steht die diesjährige Verleihung ganz im Zeichen der Konflikte in Europa. Das ukrainische Center for Civil Liberties dokumentiert russische Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung. Die russische Organisation Memorial setzt sich für die Aufarbeitung stalinistischer Verbrechen in der Sowjetunion ein und informiert über die Haftbedingungen politischer Gefangener in Russland. Seit 2021 ist die Organisation verboten. Kurz nach Bekanntgabe der FriedensnobelpreisträgerInnen sind die Büros von Memorial beschlagnahmt worden. Ales Bialyatsky sitzt als einer der OrganisatorInnen der Massenproteste gegen das belarussische Regime von Alexander Lukaschenko seit 2021 im Gefängnis. Unsere Botschaft ist eine Aufforderung an die Behörden, Herrn Bialyatsky freizulassen. Aber ich fürchte, dass mein Wunsch vielleicht nicht sehr realistisch ist. Der Friedensnobelpreis, der wie auch die anderen Kategorien mit umgerechnet etwa 920.000 Euro dotiert ist, ist heute im Osloer Rathaus verliehen worden. Und in Stockholm steht jetzt nach wie vor unser Reporter Wolfgang Geier. Mit ihm bin ich jetzt wieder verbunden. Schönen guten Tag, Herr Geier. Können Sie mich schon hören? Aber ja, klar und deutlich. Herr Geier, Sie sind ja jetzt den ganzen Tag schon vor Ort, eigentlich schon länger jetzt auch in Stockholm. Wie ist denn die Stimmung vor Ort, auch heute bei den Preisträgerinnen und Preisträgern? Also das wird hier mit Interesse verfolgt und das ist in Stockholm ein großes Thema. Der Nobelpreis ist nahezu allgegenwärtig. Auf eine Brücke habe ich ein Zitat von Annie Ernaux, der Literaturnobelpreisträgerin aus Frankreich, projiziert gesehen. Es fahren hier immer wieder so Autos einer Nobelpreisflotte herum, die da irgendwie zum Organisationskomitee gehören. Die Leute fragen uns auch ständig, wenn wir hier stehen, ob das da drin noch im Gange ist oder nicht. In Schweden ist das ein großes Thema und der gesellschaftliche Höhepunkt, das große Dinner mit der Königsfamilie, das beginnt ja erst in etwa einer Stunde. Da schauen dann von 10 Millionen Schweden etwa 1 Million live am Fernsehen zu. So war das in den Jahren zuvor immer, denn zuvor, weil Corona hat ja auch hier eine Pause erzwungen. Die letzten beiden Jahre hat es ja keine öffentliche oder keine richtige Nobelpreiszeremonie gegeben. Das Dinner, das haben Sie jetzt schon erwähnt mit der Königsfamilie. Habe ich Sie da richtig verstanden? Das wird auch live im Fernsehen übertragen. Und was steht denn sonst noch auf dem Programm heute? Das ist das große Ereignis noch, dieses Dinner. Und ja, da wird mit Fanfaren und Trompeten dann einmarschiert. Und ich glaube, um 19 Uhr beginnt es und um 19.10 Uhr erhebt der König dann das erste Glas Champagner. Dann ist dort ein Festbankett. Allein um die Menüfolge wird hier eine Riesengeheimniskrämerei gemacht. Die wird erst wenige Minuten vor Beginn veröffentlicht. Zwei junge schwedische Starköche, die schupfen das Ganze und da wird dann getafelt, da werden noch einmal Reden gehalten von den Nobelpreisträgern selbst. Nicht jeder spricht. Aus der Gruppe von Anton Zeilinger wird der amerikanische Kollege Mr. Clausen das machen. Und
Da ist dann noch einmal Programm mit Musikeinlagen. Rufus Wainwright, der kanadische Singer-Songwriter, tritt da auf. Und irgendwann um 22 Uhr oder so wird dann sogar zum Tanz gebeten. Also wer dann noch nicht müde ist von diesem schon fast eine Woche dauernden Nobelpreisprogramm, der kann dann dort im Rathaus von Stockholm auch noch das Tanzbein schwingen. Heute ist sozusagen der krönende Abschluss einer ganzen Woche, wie Sie selbst auch schon angesprochen haben. Was stand denn da die ganze Woche schon auf dem Programm? Was mussten die NobelpreisträgerInnen da die ganze Woche schon vor Ort machen? Also die waren da wirklich minutiös durchgetaktet. Die haben da quasi Lectures, heißt es, Vorlesungen gehalten und ihre wissenschaftliche Arbeit noch einmal einer breiteren Öffentlichkeit diskutiert. Dann gab es eine Umzahl von Empfängen in den jeweiligen Botschaften der Heimatländer. Interviews ohne Ende. Wir haben ja auch Anton Zeilinger interviewt. Also der ist wirklich auf Minute durchgetaktet. Das habe ich hier selber mitbekommen. Das ist wirklich ein dichtes Programm. Viele Vorträge immer wieder eingestreut und irgendwie werden die Nobelpreisträger hier eine Woche lang auch mit Wertschätzung wirklich nahezu fast überschüttet. Also das beschreiben alle, die das schon gemacht haben aus den Jahren zuvor, dass das ein sehr, sehr dichtes Erlebnis war, diese Nobelpreiswoche hier in Stockholm. Damit sage ich danke, Wolfgang Geier, live aus Stockholm. Schönen Abend. Und bei mir im Studio ist nach wie vor Günther Meier. Herr Meier, Sie haben auch schon, obwohl alles genau durchgetaktet ist, wir haben das gehört, minutiös durchgetaktet, die NobelpreisträgerInnen haben da verschiedenste Termine, bei denen sie auch vor Ort sein müssen, die sie wahrnehmen müssen. Aber es läuft nicht immer alles glatt, oder? Es läuft natürlich auch hier nicht immer alles glatt, vor allem wenn es darum geht, die zu verständigen, dass sie den Preis gewonnen haben, was im Oktober passiert. Da passieren unglaubliche Dinge. Es ist natürlich oft auch mit der Zeitverschiebung verbunden, wenn das jetzt ein amerikanischer Preisträger ist, eine amerikanische Preisträgerin, haben wir natürlich die Zeitverschiebung. Da hat man manche dann irgendwo im Hotel erwischt und bei zu Nachtschlaf einer Stunde, die dann zunächst einmal geglaubt haben, das ist ein Scherzanruf. Das passiert übrigens sehr oft, dass die glauben, ja, da macht sich jemand einen Scherz mit mir, natürlich bin ich es nicht. Das passiert sehr oft und es werden auch manche irgendwo erwischt. Es gibt eine Geschichte, die ich selbst mit ihm besprechen konnte, ist von Peter Higgs, das ist der berühmte Entdecker des Higgs-Teilchens, das wir in diesem Teilchenbeschleuniger in Genf haben. Gottesteilchen, sagen manche, also diese ganz komplizierten Maschinen, wo man herausfinden will, worin besteht denn die Materie, dieses berühmte Teilchen, das Higgs-Teilchen, den haben die angerufen, der war nicht zu Hause, dann hat man die Nachbarn erwischt und die Nachbarn haben sich dann auf die Suche nach ihm gemacht und haben ihn in seinem Wochenendhaus aufgestöbert und sind zu ihm hingefahren und haben gesagt, du hast einen Anruf aus Schweden, ich glaube, es ist was Wichtiges. Und der hat zunächst gesagt, auch geglaubt, das ist ein Scherz. Und sie haben ihn dann wirklich nach Hause begleitet und haben ihn gebeten anzurufen. Er hat dann dort angerufen in Schweden und dann war es tatsächlich der Nobelpreis. Andere erwischt man beim Fischen irgendwo, andere sind überhaupt nicht aufzutreiben. Hat es auch schon gegeben, dass man sie gar nicht gefunden hat. Man musste sie dann einige Tage später irgendwo auftreiben. Aber sie haben es dann zur Verleihung noch geschafft. Leider sind auch manche schon gestorben, muss man dazu sagen. Hat es auch gegeben. Muss man jetzt nicht groß verbreiten, aber es passiert natürlich auch. Wir wissen, sehr viele sind im fortgeschrittenen Alter. Leider kann das auch passieren. Die meisten haben es in der Tat geschafft. Und es sind auch sehr bescheidene Menschen. Ich war mal in den USA, kann mich erinnern, da waren in einem Gebäude, glaube ich, 9 Nobelpreisträger und Trägerinnen versammelt. Und man glaubt gar nicht, wie bescheiden die sind. Und wenn man mit ihnen spricht und sagt, aber was auch alle sagen, das in Stockholm, es ist schon ein besonderes Ereignis. Und das hat mich auch so beeindruckt, wie wichtig wir dort sind und wie anerkannt man ist als Wissenschaftlerin, als Forscher. Also es macht durchaus Eindruck. Aber jetzt bei der Verleihung selbst sind die oft irgendwo. Und das weiß auch das Komitee in Stockholm, dass man die Herrschaften nicht immer so leicht erwischt, weil die natürlich auch ihr Leben leben und schlussendlich auch immer so ein bisschen, wie soll man sagen, man sagt, nein, ich werde es ja eh nicht, so wie das viele machen, so wird es schon nicht sein. Anton Zeilinger genauso passiert, wo die Sekretärin sagt, du hast einen wichtigen Anruf und er sagt, ja, so wichtig kann es jetzt nicht sein, ich schreibe jetzt noch mein Paper fertig. Und die sagt, aber das ist eine schwedische Vorwahl. Und dann hat er gesagt, oh, na gut, dann nehme ich es doch, dann stell dir mal durch. Und das war dann tatsächlich Stockholm.
heuer. Aber ziemlich menschlich auch, diese Bescheidenheit bei eben bei Anton Zeilinger, wie Sie selbst auch gesagt haben, dass er ja auch in dieser Pressekonferenz vom 4.10. auch meinte, dass das Erste, was die Menschen aus Stockholm meinten, die Stimme am Telefon, als sie durchkam, war, es ist kein Scherz, weil das eben anscheinend so oft passiert. Ja, das ist durchaus etwas, was viele nicht befürchten, wo sie sagen, das kann schon einmal passieren. Mag sein, dass es hin und wieder schon passiert ist, aber natürlich will man hier sicher gehen und es wäre nichts peinlicher, als dass man hier auf einen Scherz hereinfällt, aber man kann diesen Preisträgerinnen und Preisträgern durchaus zutrauen, dass sie sehr reflektiert sind und sich schon gut überlegen, kann das jetzt stimmen oder nicht. Aber Tatsache ist, sie sind gar nicht immer leicht aufzustöbern und lassen sich auch oft gar nicht leicht stören bei der Arbeit, weil sie sagen, ich bin schon wieder in irgendwas, jetzt mache ich noch die Betreuung meines Studenten, meiner Studentin fertig, ich will jetzt nicht gestört werden, lasst mich. Es wird wohl noch so viel Zeit haben. Jetzt habe ich, keine Ahnung, 4 Jahrzehnte gewartet unter Umständen und ja, jetzt wird es auf ein paar Minuten nicht drauf ankommen. Das ist auch, die haben schon ein anderes Zeitmaß auch. Aber es sind unglaublich sympathische Menschen, so wie kann ich auch sagen. Jene, die man hier kennenlernt, haben eine Bescheidenheit. Das glaubt man gar nicht. Und das sind Menschen, wenn wir jetzt von den Vorjahren ausgehen, zum Beispiel jene, die die ganze Akkutechnologie für unsere Handys erfunden haben. Vor Jahrzehnten haben die das entwickelt. Deswegen können wir heute telefonieren, stundenlang mit unseren Handys. Das sind Menschen, die Unglaubliches vorangebracht haben. Und wenn man mit ihnen spricht, sagen sie, ja, ich habe das getan, was mein Forschergeist mir vorgibt. Und es freut mich, wenn irgendwas daraus geworden ist. Aber wichtiger ist, ich habe die Menschheit vorangebracht und ich habe etwas für die Wissenschaft getan. Das ist schon erstaunlich, mit welchem Gleichmut und wie die auch weiterforschen. Auch der Anton Zeilinger wird nicht aufhören. Die bleiben da dran, die wollen weiterforschen, bis es halt nicht mehr geht. Aber prinzipiell hört für die das Forscherleben nie auf. Da merkt man dann auch wirklich, dass es die Leidenschaft ist. Und da kann man sich vielleicht von dieser Bescheidenheit auch eine Scheibe abschneiden. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen noch von vorhin, was uns der Herr Professor Weiß erklärt hat. Der ist aus Termingründen jetzt nicht mehr da. Er hat uns schon versucht zu erklären, wie man diese ganze Quantenphysik, die Theorie in die Praxis, in die Welt implementieren kann, umlegen kann. Und hat da auch von Quantencomputern gesprochen. Da frage ich mich jetzt noch, was sind denn eigentlich Quantencomputer? Ja, dort versucht man eben zu nutzen, dass ich ein Teilchen habe und das andere reagiert gleich. Was kann dann passieren, wenn das jetzt sehr viele andere Teilchen sind und ich mache hier, drücke hier drauf und dort passiert genau dasselbe, dann entstehen natürlich unglaublich schnelle Rechenprozesse, weil überall das Gleiche entsteht. Und damit kann das sehr schnell werden. Jetzt müssen wir mit 0 und 1 hin und her rechnen, das sind lange Codes. Hier kann dieses Gerät sozusagen mit einem Knopfdruck unglaublich viel verschalten und wird so irrsinnig schnell in der Berechnung. Das ist die Idee dahinter. Da ist man schon sehr weit in dieser Technologie, müssen wir schon noch warten, aber darum geht es. Wir müssen sehen, dass wir ein Teilchen beeinflussen und damit beeinflussen wir vielleicht Millionen, Milliarden andere. Und das sorgt für wahnsinnig schnelle Rechenprozesse. Und das ist die Idee dahinter. Was könnten wir dann mit so Quantencomputern machen? Können wir davon ausgehen, dass beispielsweise in 20 Jahren sozusagen Handys so kleine Quantencomputer sein werden oder dass kleine Quantencomputer Handys ersetzen werden? Oder ist das schon wieder zu kreativ gedacht? Es ist wahrscheinlich eher so, dass wir Rechenprozesse viel schneller machen können, wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, bei der Klimaforschung haben wir oft das Problem, dass das unglaublich komplexe Rechenprozesse sind, wo wir ganze Ozeane simulieren müssen, Wassermengen, Landmassen. Und hier stehen immer wieder Computer an, weil sie einfach zu langsam sind, um diese unglaublichen Datenmengen zu erfassen. Wenn wir dort mit diesen Quantencomputern Berechnungen so stark verkürzen können, können wir viel schneller reagieren auf Veränderungen im Klima und können viel schneller sehen, was tut sich hier, wo wir hier jetzt momentan vielleicht noch Tage, Wochen, Monate, Jahre lang rechnen müssen, machen diese Dinge das dann in unglaublicher Geschwindigkeit. Das ist so ein Unterschied wie damals, wo man begonnen hat mit dem Abakus zu rechnen und dann plötzlich habe ich einen Computer, der mir, wie wir es jetzt kennen, das alles in Bruchteilen von Sekunden liefert und dann geht das noch einmal schneller für unglaubliche Datenmengen und das führt natürlich auch weiter in Richtung künstliche Intelligenz. Das heißt, die können dann wahrscheinlich wirklich unser Gehirn schon so simulieren, unser komplexes Gehirn, dass wir momentan gar nicht dran denken können, nachzubauen. Aber wenn ich so schnelle Rechner habe, dann führt das dann schon fast bis zum menschlichen Gehirn und noch weiter, um nämlich auch zu abstrahieren. Diese Technologien werden dann auch die Möglichkeiten haben, unsere, wenn man so will, Gefühle, unsere Gedanken besser nachzubilden. Das kann einem auch ein bisschen Angst machen, wenn man sich das überlegt. Aber prinzipiell ist daran gedacht, wie können wir das menschliche Gehirn simulieren, auch in seiner Kreativität, in allem, was es liefern kann. Wenn bei uns, was sich in unserem Gehirn abspielt, das sind Feuerwerke, wenn wir beide hier jetzt sprechen und uns ergänzen, das sollten Maschinen mit diesen Technologien durchaus dann auch leisten können, aufeinander einzugehen.
vielleicht auch zu texten. Dann sind wir Journalisten irgendwann überflüssig. Gibt es schon Beispiele, wie die aus künstlicher Intelligenz Texte erschaffen, einfach mit Stichworten. Da gibt es Atemberaubendes mittlerweile. Und diese Möglichkeiten würden mit Quantencomputern, so sie denn einmal, wenn man so will, serienreif sind, unglaubliche Möglichkeiten eröffnen. Das hört sich eigentlich noch ziemlich nach Science Fiction an, aber könnte natürlich bald die Realität. Das glauben wir immer so. Aber es ist dann immer schneller da, als wir denken. Das hat man ja bei vielen Sachen gesehen. Also es ist vieles an Fiktion. Denken wir an Raumschiff Enterprise, wie viel davon Wirklichkeit geworden ist. Das Beamen noch nicht, wie wir gesehen haben. Das funktioniert bei Menschen noch nicht, aber im kleinen Maßstab ist es jetzt schon möglich, zumindest Informationen zu übertragen. Noch nicht, wie Sie selbst sagen. Jetzt auch hinsichtlich die Wissenschaft und der Wissenschaftsjournalismus ist jetzt natürlich auch aufgrund dieser Nobelpreisvergabe sehr in den Mittelpunkt gerückt in Österreich, aber ganz grundsätzlich die vergangenen Jahre natürlich auch aufgrund der Corona-Pandemie, auch wenn manche Leute das nicht ganz so wahrhaben wollen oder beziehungsweise da dagegen sprechen und sehr skeptisch gegenüber der Wissenschaft sind, könnte uns beispielsweise auch die Quantenphysik, ein Quantencomputer, hinsichtlich weiterer Pandemien und Gesundheitskrisen weiterhelfen. Ein sehr gutes Beispiel. Natürlich ist eine Pandemie auch etwas Hochkomplexes, wo wir gesehen haben, wie verhalten sich Viren? Wir können das momentan sehr schwer nachbilden. Was machen die? Wie verbreiten sich die? Da ist natürlich jede Rechenleistung, die besser wird, jede Maschine, die das besser erfassen kann, natürlich ein Riesenfortschritt. Und wir können vielleicht simulieren, was sind denn jene Viren, die uns gefährlich werden können. Wir wissen mittlerweile, es sind einige, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, einfach Viren sozusagen in ein System zu geben und diese Maschine untersucht das und sagt, der ist verdächtig, weil der hat ein Verhalten und ein Aussehen, wo wir so jetzt mühsam nachsehen müssen, was ist denn da, wie ich sage, wenn die Maschine das automatisch erkennt. Wir sehen das momentan in der Medizin oft, dass man schon Tumore und anderes von Maschinen bewerten lässt, Röntgenbilder. Das ist alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Aber doch, dort könnte das Ganze Unglaubliches leisten. Und wir könnten, ja genau, eine Ausbreitung, Pandemierechnungen, wo momentan wir wissen, wie komplex es ist, wie kompliziert es ist. Wenn wir hier mehr Rechenleistung hätten über Quantencomputer, über anderes, dann wäre das ein Riesenfortschritt. Und das ist nicht mehr so weit hin. Also, und das sind die Grundlagen, die Anton Zeilinger und diese Menschen hier geschaffen haben, und darauf können wir jetzt aufbauen. Und darauf kann dieses Land wirklich stolz sein, dass wir hier vorne mit dabei sind. Da werden wir also in Zukunft noch einiges davon sehen, zumindest die Folgen. Ich sage jetzt danke, Günther Meyer, denn die Zeit ist knapp und wir sind auch schon fast am Ende unserer Sendung. Aber vielen Dank fürs Dasein und Begleiten. War sehr spannend. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Und in diesen Minuten geht in Stockholm die heutige Zeremonie zu Ende und Anton Zeilinger wird gemeinsam mit den restlichen Preisträgern aus dem Konzerthaus ausziehen. Ihnen voran die schwedische Königsfamilie. Soweit also die Preisverleihung des diesjährigen Nobelpreises und auch Österreich konnte eben einen Sieger hervorbringen, nämlich Quantenphysiker Anton Zeilinger. Hoffen wir,
dass nicht erneut rund 80 Jahre vergehen werden, bis wieder ein Österreicher oder dann vielleicht auch endlich eine Österreicherin den Nobelpreis verliehen bekommt. Ich hoffe auf alle Fälle, wir konnten Ihnen die Welt der Quantenphysik heute ein Stück näher bringen. Ich bedanke mich jetzt auf alle Fälle nochmals bei meinen Gästen und natürlich auch für Ihr Interesse zu Hause vor den Fernsehern. Schönes Wochenende und auf Wiedersehen.